Die Ära der Antiken. Die Zeitspanne, in der die antiken Zivilisationen am aktivsten waren. Damals war es noch nicht als Sea of Thieves bekannt, aber diese Völker hatten ein besseres Verständnis der Welt innerhalb des Shrouds als wir Piraten. Die Entstehung des Shrouds. Der Devil's Shroud, der Name für die undurchdringliche Nebelwand, die Sea of Thieves umgibt, existierte schon vor den Antiken. Wie der Shroud entstanden ist, ist unbekannt. Alles Organische innerhalb des Nebels fing an zu verrotten, Fische starben und Schiffe zerbarsten, sogar Metall begann zu korrodieren. Die Alten benutzten Artefakte wie Leuchtfeuer, um ihre Häuser und Kultstätten vor den Auswirkungen des Shroud zu beschützen oder schufen Anhaltspunkte für eine sichere Passage in den roten Nebel. Als sich der Devil's Shroud bildete und den Zugang zur Außenwelt versperrte, war die Sea of Thieves in dieser undurchdringlichen Nebelbank gefangen. Die Zivilisation der Antiken. Die Ersten, die verlorenen Stämme, die Antiken, wie auch immer man sie nennen mag, sie waren die ältesten bekannten Bewohner dessen, was wir heute die Sea of Thieves nennen. Anzeichen ihrer Zivilisation sind überall zu finden, Höhlenmalereien, Töpfereien und andere Artefakte. Sie bauten Tempel und Altäre, Orte, die für sie wichtig waren. Die Antiken hatten Schiffe und sogar ein paar Piraten. Es gab auch Kunsthandwerker und Bildhauer, Philosophen und Maler. Ihre Währung war möglicherweise antike Münzen, eine seltene Münze mit einem scheinbaren Totenkopf als Emblem. Sie waren eine intelligente und kreative Gemeinschaft, die Sternenkonstellationen kartografierte, Geschichten erzählte und sich der Magie bewusst war, die die Sea of Thieves bot. Als sie die Magie beherrschten, schufen sie speziell durchdrungene Reliquien wie den Schleierbann. Es wird auch behauptet, dass sie die Krakentinte benutzten, um in die Zukunft zu sehen, ähnlich wie der Seelenorden heute. In ihrer Kultur wurden bestimmte Titel und Rollen an ausgewählte Personen vergeben, die ihr Potenzial voll ausschöpften. Solche bekannten Rollen sind die des Kriegers und des Hohepriesters. Einige Individuen übernahmen sogar den Mantel von heiligen Tieren, die in den Sternkonstellationen dargestellt wurden. Sie verehrten einen Megalodon, den sie den Hungernden nannten. Sie entwarfen ein Lied, um ihn herbeizurufen, wenn es Zeit für die Fütterung war. Sie brachten ihm Opfergaben und im Gegenzug ließ er sie in Ruhe über die See fahren. Es ist nicht bekannt, ob sie alle ein einheitliches Volk waren oder ob sie in verschiedenen Stämmen lebten. Die monolithischen Statuen, die auf Tribute Peak gefunden wurden, lassen zumindest vermuten, dass es 10 Schlüsselfiguren in ihrer Gesellschaft gab. Die Alten versuchten, die beiden Welten wieder zu vereinen. Ein alter Priester versuchte, die Welten der Sea of Thieves und der Sea of the Damned wieder miteinander zu vereinen. Was dabei herauskam, ist nicht bekannt, aber der Priester verstand, dass die beiden Welten sich wieder trennen mussten, um das Gleichgewicht zwischen einer Welt der Lebenden und einer Welt der Toten zu wahren. Die Alten zerstörten den Schleier, ein Artefakt, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen, um zu verhindern, dass seine Macht in die falschen Hände gerät. Sie verfütterten das Kopfstück an den Shrouded Ghost und brachten die Steine an einen Ort, an dem sie niemals entdeckt werden würden. Die Zivilisation des Meervolkes. Die Antiken wurden von den Meervölkern sehr geschätzt. Letztere suchten in den tiefsten Tiefen des Ozeans nach wertvollen Steinen und Edelsteinen und brachten sie als Geschenk zu den Versammlungsorten zurück. Die Myr kommuniziert mit Lauten, die für Menschen unverständlich sind. Diese Sprache wird als ihr Gesang bezeichnet. Aus den reinsten Perlen fertigten die Alten magische Ohrringe, die es ihnen ermöglichten, den Gesang der Meermänner zu hören und verstanden zu werden. Die alte Mutter, der älteste und größte Krake, von dem man weiß, dass er existiert hat, hatte eine Beziehung zur Meereskönigin, einer Monarchin des Meervolkes, wurde aber wütend, als die Königin ihr Versprechen brach. Vermutlich wegen dieses Wortbruchs labte sich die alte Mutter an den Myr. Der mächtige Krake wachte etwa alle 100 Jahre auf, um zu fressen, bevor er sich wieder zum Schlafen niederließ. Eine verbotene Liebe. Es war einmal ein alter Krieger, der sich in die Meereskönigin des Myrvolks verliebte. Ihre Liebe war allumfassend und keiner konnte sich ein Leben ohne den anderen vorstellen, so dass sie nach einem Weg suchten, die Kluft zwischen ihren beiden Welten zu überbrücken. Der Krieger war bereit, alles zu tun, um an ihrer Seite zu sein und versuchte, sich die mächtigen Kräfte der Sea of Thieves zunutze zu machen. Die Alten fürchteten, was passieren würde, wenn der Krieger das Gleichgewicht des Sea of Thieves stören würde. Um dies zu verhindern, suchte der König der Antiken die Hilfe des Hohepriesters, um den Krieger an der Begegnung mit der Meereskönigin zu hindern. Der Hohepriester benutzte einen Trank, um seine Stimme zu verändern und die der Meereskönigin zu imitieren und den Krieger auf eine unbekannte Insel zu locken.
Dort versuchte der Hohepriester, den Krieger mit einem Pfeil zu vergiften. Der Hohepriester war jedoch nicht erfolgreich, da das Gift nicht ausreichte, um den Krieger zu töten, und er wurde von der Klippe ins Meer geschleudert. Die flüsternde Pest. Das Meervolk besaß Steine, die mächtige Magie in sich trugen, und die Meereskönigin glaubte, dass diese die Kluft zwischen ihrer Welt und der ihres Geliebten überbrücken würden. Der Krieger und die Meereskönigin glaubten, dass ihre Liebe stark genug war, um die Konsequenzen eines Verstoßes gegen die heiligen Regeln ihres Volkes zu überstehen. Also benutzte die Meereskönigin einen Meerjungfrauenjuwel, um ihren Geliebten in einen Meermenschen zu verwandeln. Die Verwandlung war erfolgreich, löste aber einen schrecklichen Fluch aus, der die Königin ihres Gesangs beraubte. Der Fluch wurde als Flüsterpest bekannt und konnte durch einen einfachen Kratzer übertragen werden, so dass es sich schnell auf das Volk der Meereskönigin ausbreitete. Der Gesang eines Mör ist ein Teil seines Wesens, seiner Seele und seines kollektiven Gedächtnisses. Ohne ihr Lied wurden die Meermenschen zu etwas anderem, etwas Verdrehtem, das nur noch Dunkelheit hinterließ. Diejenigen, die davon betroffen waren, wurden verbannt, wahrscheinlich als Präventivmaßnahme, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Dieser neue Zweig des Meervolks wurde als die Sirenen bekannt. Als sie ihre Stimmen wiederfanden, war ihr Lied nun ein Lied der Trauer, das Sirenenlied. Eine Trauer über alles, was sie verloren hatten. Die Ankettung der alten Mutter. Das Meervolk versuchte, die alte Mutter zu bekämpfen, aber ohne Erfolg. Schließlich suchten sie Hilfe bei den Antiken, um einen Weg zu finden, die alte Mutter loszuwerden. Nach Erzählungen, die in den Sternen und auf Höhlenmalereien überliefert sind, fertigte ein Krieger namens Warmonger vergiftete Pfeile aus Federn, die er dem Adler gestohlen und mit dem Gift der Schlange getränkt hatte. Doch nicht einmal die mächtigsten magischen Waffen hätten ausgereicht, um der alten Mutter einen tödlichen Schlag zu versetzen. Stattdessen versetzten diese Pfeile sie in einen tiefen Schlaf und sie sank auf den Meeresgrund. Die Alten schmiedeten große Ketten, um sie zu fesseln, und belegten sie mit einem Fluch. Die Glieder konnten niemals zerbrochen werden und die Schlösser würden niemals rosten oder gebrochen werden. Die alte Mutter lag dort, gefangen, bis sie starb. Das Schicksal des Sirenenkönigs. Der Sirenenkönig, der einstige Antike, wollte sich trotz der Proteste der Sirenenkönigin mit den Alten versöhnen und entschied sich so, sich mit ihrem König zu treffen. Der Sirenenkönig wurde angefeindet und auf Geheiß des Königs in Ketten gelegt und gefesselt, da er seine Macht fürchtete. Dies löste einen Krieg zwischen den Sirenen und den Antiken aus, da die Sirenenkönigin versuchte, ihren König zurückzuholen. Schließlich versiegelten die Antiken den gefesselten Sirenenkönig in einem ihrer Gewölbe und banden seine Seele an eine Truhe, die später als Truhe der unendlichen Sorgen bekannt wurde. Der Krieg unter den Wellen. Nachdem die alte Mutter, der mächtige Krake, den die Sirenen mit einer an Verehrung grenzenden Hingabe behandelten, in Ketten gelegt und die Seele des Sirenenkönigs in eine Truhe gebunden worden war, fanden sich die Alten im Krieg des Meervolks gegen die Sirenen wieder. Um ihre Armee an Land zu vergrößern, band die Sirenenkönigin die Seelen der Antiken, die sie gefangen hatte, an Meerjungfrauenstatuen. Mit der Macht der Meerjungfrauenjuwelen verwandelte sie diese in etwas, das sie Krabbenkrabbler nannte und das die Edelsteine korrumpierte. Heute bekannt als Sirenenjuwelen. Nirgendwo war man sicher, weder an Land noch am Meer. Eine Kriegerin, die schwor, den Krieg ein für allemal zu beenden, nahm ihre Klinge in die Hand und stürzte sich furchtlos ins Meer, um die Sirenen zum Rückzug in die Dunkelheit zu zwingen. Die Alten benutzten Meerjungfrauenjuwelen, um eine ungeheure Macht zu erhalten, die die Sirenen in den Schlummer zwang. Als die Kriegerin nach Hause zurückkehrte, brachte sie den Fluch der versunkenen Sorgen mit sich zurück. Die Antiken begruben ihre sterblichen Überreste in der Gruft des Schreins der antiken Tränen und versiegelten ihn wegen der Gefahr, die er birgt. Die Ära der Legenden. Die Zeit, in der der erste Pirat, Ramsay, eine sichere Passage durch den Devil's Shroud und in das spätere als Sea of Thieves bekannte Gebiet fand, bis zu der Zeit, bevor unsere heutigen Piraten ihre ersten Abenteuer erlebten. Der Aufstieg der Grand Maritime Union. In der Welt außerhalb des Sea of Thieves baute eine Seehandelsgesellschaft namens Grand Maritime Union ihren Einfluss aus und wurde zur mächtigsten Organisation der Welt nach dem Vorbild der East India Trading Company, die bei ihrem Streben nach vollständiger Kontrolle der Handelsrouten Unternehmen und Existenzen vernichtete. Vielen Piraten und auch der Zivilbevölkerung gefiel die Kontrolle nicht, die sie über die Meere hatten. Tagträumen auf Old Sailor's Isle. Fasziniert vom Devil's Shroud und begierig darauf, einen Weg hindurchzufinden,
verbrachte Ramsay einen Großteil seiner Zeit auf einer kleinen Insel, die dem Nebel so nah wie möglich zu sein scheint. Er träumte von Haufen glitzernder Edelsteine oder riesigen Leviathan von der Größe einer Galeone und fragte sich, was auf der anderen Seite des Nebels liegt. Er berichtete von vielen Versuchen mit verschiedenen Schiffen unterschiedlicher Größe, um die verschlungenen Routen zu finden, die eine sichere Passage durch den Devil Shroud ermöglichen. Die Durchquerung des Devil Shroud. Da Ramsay wusste, dass er für die Durchquerung des Devil Shroud spezielle Hilfe benötigt, suchte er nach zusätzlichen Besatzungsmitgliedern und einem Schiff. Er besuchte Magpie, den Schiffbauer, und kaufte ein winziges Schiff für diese Reise, um den Shroud zu durchqueren. Dann traf er sich mit Mercier in einer staubigen Bibliothek und mit Chan in einer Kneipe. Rathbone, ein Bekannter von ihm, erklärte sich ebenfalls bereit, ihn bei seinem Abenteuer zu begleiten. Nach einer tagelangen Fahrt durch die buchstäbliche Hölle erreichten Captain Ramsay und die Besatzung der Magpie's Wing sicher die damals noch namenslose und unerforschte Sea of Thieves, denen es keine menschliche Zivilisation gab. Sie entdeckten die Kunst der längst verstorbenen Antiken, wagten sich in Höhlen und Ruinen, erforschten Wracks, kartografierten und notierten alles, was sie konnten und vergruben alles, was sie nicht mitnehmen konnten. Rathbones Geheimpakt. Nachdem sie einen Monat an den Orten verbracht haben, die vom Devil Shroud umgeben sind, kehrten Ramsay und seine Mannschaft nach Hause zurück, um ihre Geschichten zu erzählen und ungläubigen Piraten von ihren Abenteuern zu berichten. Stitcher Jim nannte Ramsay einen Lügner, weil er nicht erzählen wollte, wie er die Überfahrt gemacht hatte und wie andere das gleiche tun könnten. Da Ramsay dieses Wissen für sich behalten wollte, gab Rathbone Jim heimlich eine Kopie der Karte für die Durchquerung des Shrouds als Gegenleistung für seine Loyalität. Jim nutzte diese Gelegenheit, um durch den Verkauf der Karte an andere Piraten ein paar Münzen zu verdienen. Dies war der Beginn, an dem sich die Piratencrews durch den Shroud in die unerforschten Gewässer begaben, die wir die Sea of Thieves nennen. Einrichtung des Verstecks von Thieves Haven. Ramsay und seine Mannschaft kehrten in die Sea of Thieves zurück und beschlossen, auf der Insel, die nun als Thieves Haven bekannt war, ein Versteck zu errichten, um dort ihre Beute und ihr Hab und Gut zu lagern, während sie auf anderen Reisen sind. Während ihrer Zeit auf Thieves Haven erfand Chan verschiedene Dinge, darunter ein expandierendes Metall, mit dem Kanonen zum Abfeuern von Menschen hergestellt werden konnten. Mercier interessierte sich für die magischen Eigenschaften der Sea of Thieves und begann, alles für ihre Bibliothek zu dokumentieren. Eines Nachts, nach der Rückkehr von einer Reise, fanden Ramsay und seine Mannschaft ihr Versteck geplündert vor, den Ort verwüstet und ihren Schatz gestohlen. Später stellte sich heraus, dass dies von Rathbone geplant war, der mit der Art und Weise, wie Ramsay vorging, zunehmend unzufrieden war. Die erste Schlacht. Eine der ersten Schlachten in den Sea of Thieves war der Kampf zwischen den Besatzungen der Mermaid's Fortune, der Serpent's Lie und der Mad Monkey. Obwohl es so aussah, als ob die Mermaid's Fortune gewinnen würde, lockten die Crews der Serpent Lie und der Mad Monkey die erstgenannte Crew zum Trinken an. Während die Besatzung der Mermaid's Fortune betrunken war, griffen die Letzteren das Schiff der Mermaid's Fortune an und versenkten es. Die beiden Besatzungen wandten sich daraufhin gegeneinander und es ist unbekannt, wer der Sieger war. Kontaktaufnahme mit dem Meervolk. Eines Abends in einer Taverne traf Mercia eine alte Frau, die ihr erzählte, dass sie etwas Seltsames im Wasser gesehen und eine detaillierte Karte erstellt hatte, um diesen Ort wiederzufinden. Auf ihrer Suche nach einigen Magiern aus den Sea of Thieves musste Mercier diese Karte aus dem Wrack der Galeone der alten Frau bergen, die nach einer Schlacht gesunken ist. Nachdem sie die Karte geborgen hatten, segelten Mercier und ihre Mannschaft ganz in die Nähe des Devil Shroud, an einen Ort, der kaum eine Insel ist und in dessen Mitte sich nur ein Sinkkasten befindet. Bei ihren Erkundungen in den Unterwassertunneln entdeckten Mercier und Ramsay eine geheimnisvolle Kammer, die von magischen blauen Flammen erleuchtet wurde, und zwei Perlenohrringe. In dem Moment, in dem Mercier die Ohrringe anlegte, verwandelte sich das seltsame Echo, das das Labyrinth umgab, in einen fröhlichen Chor und zwei Meerjungfrauen und ihre Königin erschienen im zentralen Becken. Die Ohrringe ermöglichten es Mercier, mit dem Meervolk zu kommunizieren. Diese hielten Mercier und Ramsay für die Nachkommen der Antiken. Die Rettung des Meervolkes. Auf Geheiß des Meervolkes machten sich Ramsay und seine Mannschaft auf, um zwei Mör zu retten, die von Captain Douglas gefangen genommen wurden. Sie erreichten den Ort mit den Schiffslichtern ausgeschaltet, um sich so unauffällig wie möglich zu nähern. Dann benutzten Chan und Rathbone einen Fluss und gingen flussabwärts in eine Höhle. Dort entdeckten sie zwei gefangene Mör, die sie eilig befreiten.
Als sie nach einem Fluchtweg suchten, trafen sie auf Douglas. Während des Kampfes flog Ramsey gegen eine Wand und löste einen uralten Mechanismus aus, möglicherweise eine Falle, die zum Schutz des Schreins zurückgelassen wurde. Ein geisterhaftes blaues Licht durchflutete die Höhle und erleuchtete Douglas, dessen Fleisch sich langsam in Stein verwandelte. Die Murr, Ramsey und seine Mannschaft entkamen gerade noch rechtzeitig, bevor der Schrein zusammenbrach. Die Entfesselung der alten Mutter. Als Gegenleistung für die Rettung des Meervolkes wurden Ramsey und seine Mannschaft zu den gefesselten Überresten der alten Mutter gebracht. Man vermutet, dass sie sich irgendwo in den Wilds befinden und groß genug sind, dass eine Galeone mit viel Platz hindurchsegeln kann. Da sie nur noch aus Knochen bestand, hatten die Ketten keinen Grund mehr, dort zu sein, und so befahl Ramsey seiner Mannschaft, die Schlösser und Ketten zu entfernen und sie auf ihr Schiff zu bringen. Ramsey beauftragte seine Mannschaft, die verzauberten Ketten zu Schlössern und Schlüsseln für Schatztruhen umzuarbeiten, sodass niemand ohne die richtigen Schlüssel die Truhen öffnen kann. In dieser Zeit lernten sie auch mehr über die Magie in den Sea of Thieves, insbesondere darüber, wie man Gegenstände verzaubert. Von diesem Zeitpunkt an herrschte Frieden zwischen dem Meervolk und den Piraten. Wann immer ein Pirat von Bord fällt, helfen die Murr, sie wieder sicher zurück auf ihr Schiff zu bringen. Verzauberte Duellpistolen. In einem noch zu erzählenden Abenteuer entdeckte Ramsey ein paar verzauberte Pistolen. Diese Pistolen verhindern, dass in ihrer Gegenwart eine Waffe abgefeuert werden kann, und auch Schießpulver kann nicht entzündet werden. Eine dieser Pistolen befindet sich in der Taverne der nicht abgefeuerten Pistolen, die Ramsey gekauft und Rowena zur Besitzerin machte. Das Palais von Golden Sands. Als Reaktion auf zu viele Piraten, die sich gegenseitig bestehlen und umbringen, berief Ramsey im Außenposten von Golden Sands eine Versammlung ein, um Ordnung zu schaffen, und schlug ein Bündnis mit ihm als Anführer vor. Er wurde von seiner Crew, Mercia, Rathbone und Shan, begleitet, aber auch namhafte Piraten wie Gideon Greymarrow, Ellie Slade, Briggsy und Stitcher Jim nahmen an diesem Treffen teil. Ramsey präsentierte bei diesem Palais Schatztruhen, die mit verzauberten Ketten und Schlössern verschlossen waren und nur mit den Skelettschlüsseln, die er in seinem Besitz hatte, geöffnet werden konnten. Diese Schatztruhen waren nicht die einzigen, die er angefertigt hatte, denn er besaß noch viele weitere auf den Inseln der Sea of Thieves. Das Palais wurde durch die Ankunft eines Kraken unterbrochen, der geweckt worden war, als die Überreste der alten Mutter gestört worden waren. Die anwesenden Piraten taten sich zusammen, um den Kraken abzuwehren. Shan benutzte in diesem Kampf eine Truhe des Leids, um den Kraken zu besiegen. Die Gründung der Goldsammler. Inmitten des Chaos des Krakenangriffs während des Palais von Golden Sands ergriff Rathbone die Gelegenheit, den Satz Skelettschlüssel von Ramsey zu stehlen und seinen ehemaligen Freund und Captain zu verraten. Rathbone gründete daraufhin auf Anregung von Stitcher Jim die Goldsammlerfraktion, um Piraten dazu zu bringen, die verschlossenen Schatztruhen von Ramsey zu finden. Der Deal besteht darin, dass die Goldsammler, die Zugang zu den Skelettschlüsseln haben, die Schatztruhen öffnen und dem Piraten, der ihnen die Truhe gegeben hat, einen Teil des Goldes geben. Mollys Ankunft. Als Nachwuchshändlerin bei der Grand Maritime Union stieg Molly in den Rängen auf und erwarb sich so viel Ansehen innerhalb des Unternehmens, so dass sie den Auftrag erhielt, eine Flotte von Schiffen in die Sea of Thieves zu bringen, um die Vorherrschaft zu übernehmen. Der Flotte gelang es nicht, den Devil Shroud zu durchqueren, doch Mollys Schiff schaffte es gerade so. Als sie ankam, wurden sie von Piraten angegriffen und Molly und einige andere hochrangige Mitglieder der GMU waren mit einem Ruderboot und spärlichen Vorräten auf sich allein gestellt. Es gelang ihnen, zu einer nahegelegenen Insel zu rudern, wo Molly nach einer Nacht im Stich gelassen wurde, da ihre GMU-Kollegen mit allem Wertvollen abgehauen waren. Es gelang ihr, eine Gruppe vorbeikommender Piraten davon zu überzeugen, sie an Bord kommen zu lassen, wenn sie im Gegenzug auf dem Schiff aushalf. Die Gründung des Seelenordens. Nach einer Vision aus einem verzauberten Schädel suchte die junge Madame Olivia mit zwei Freunden die Sea of Thieves auf und gründete den Seelenorden, um das Selbst zu werden, das sie in ihrer Vision gesehen hat. Der Goldsammler Heathcliff ist ihr bei der Gründung des Ordens behilflich. Der Seelenorden arbeitet eng mit den Goldsammlern zusammen und versorgt sie mit Karten zu verfluchten Schätzen, die sie durch Hellsehen in den Schädeln toter Piraten erlangen. Außerdem wollen sie die Sea of Thieves von seinen skelettartigen Bewohnern befreien und all seine arkanen Geheimnisse lüften. Die Gründung des Handelsbund. Nachdem sie eine Zeit lang bei den Piraten geblieben ist und das Leben auf See kennengelernt hat, nutzte Molly ihr Wissen und ihre Erfahrung als Händlerin, um den Handelsbund zu gründen,
dessen Ziel es ist, Waren zwischen den Inseln zu transportieren und dabei Piraten als Kuriere einzusetzen. Sie legt großen Wert auf die Qualität des Handels. Der Handelsbund wird von einem Komitee geleitet, in dem jeder Vertreter jedes Außenpostens gleich viel Einfluss auf die Richtung der Handelsgesellschaft hat und ein Voreingeständnis über die wichtige Entscheidung abgegeben werden muss. DeMarcos und Lacedis Ankunft. DeMarco und Lacedis Sign, die Kinder des Piratenlord, erhielten vom alten Belanger eine Karte zu einem Schatz, den ihr Vater irgendwo in den Sea of Thieves zurückgelassen hatte. Damit begann ein Wettlauf zwischen den beiden Geschwistern, wer diesen Schatz zuerst finden würde. Nach einem langen Feldzug erreichten beide Crews die gleiche Insel. Es kam zu einem Handgemenge zwischen ihnen, aber es gelang ihnen, eine aufwendige Truhe auszugraben, die die andere Hälfte der beiden verfluchten Pistolen enthielt. Nach einer kurzen Begegnung mit Rathbone vereinbarten sie, zusammenzuarbeiten. Die Fähre der Verdammten. Der Fährmann soll das größte Opfer von allen gebracht haben, indem er sich selbst auf Marauders Arch begrub und so zum Fährmann wurde, dem Captain der Fähre der Verdammten, der die Aufgabe hat, die in den Sea of the Damned treibenden Seelen zurück in die Welt der Lebenden zu führen. Bis zum heutigen Tag ist er an das Ruder gefesselt und kann die Fähre nicht verlassen. Wraiths, Wesen in den Sea of the Damned, helfen ihm, indem sie Seelen zur Fähre der Verdammten leiten. Der Fährmann urteilt auch über die Bedrohung für die Sea of Thieves und hält sie im Laderaum der Fähre gefangen. Captain Flameheart's Eroberung. Flameheart wurde mitten in einem Krieg geboren und erwarb sich schon in jungen Jahren den Ruf, ein Tyrann zu sein. Als er ein Mann wurde, kamen zwei Späher der Grand Maritime Union zu ihm nach Hause, um irgendetwas Wertvolles als Bezahlung für die Verbrechen seines Vaters als Pirat zu nehmen. Als Reaktion darauf wehrte er die Späher ab. Damals beschloss er, Pirat zu werden. Er nahm ein Schiff und eine Besatzung und begann sein Leben als Pirat, wobei er die Grand Maritime Union ins Visier nahm. Seine Mannschaft gab ihm den Namen Captain Flameheart. Als Flameheart von den Sea of Thieves erfuhr, begann er, andere Piraten anzugreifen. Während dieser Zeit fand er ein neugeborenes Baby, das er als seinen Sohn adoptierte. Flameheart befahl seiner Mannschaft, nach Hause zu seinem Anwesen zurückzukehren. Indem er den Jungen als seinen Sohn aufzog, gab Flameheart ihm das beste Leben und sorgte dafür, dass sein Sohn die beste Ausbildung erhielt, um ein Gelehrter zu werden. Er brachte dem Jungen auch bei, wie man auf einem kleinen Kielboot schwimmt, kämpft und segelt. Flameheart erzählte seinem Sohn Geschichten, die ihn später dazu inspirierten, wie sein Vater ein Pirat zu werden und die Sea of Thieves zu erreichen. Bevor er zu den Sea of Thieves zurückkehrte, nahm Flameheart die Burning Blade ins Visier. Er wurde Teil der Mannschaft und führte eine Meuterei gegen seinen Captain an, eine mysteriöse Gestalt, die einfach als Captain bekannt ist, und ließ ihn auf einer einsamen Insel zurück. Flameheart und seine Crew wurden verflucht, nachdem sie aus einer Reihe von Kelchen getrunken hatten, die sie in einen Obsidiansarg eingesperrt fanden. Dadurch wurde Flameheart ein Skelettlord. Flameheart's Ashenlords. Flameheart erschuf 4 Ashenlords, die jeweils eine andere Rolle in seiner Armada und seinen Plänen einnahmen. Es handelte sich um seine besten Befehlshaber und treuesten Gefolgsleute, die sich bereitwillig der Transformation unterzogen. Das Ritual zur Erschaffung eines Ashenlords umfasst eine Truhe der Wut, Ashen Gems, den Ashen Curse und ein Opfer. Old Horatio war der Schiffsbauer von Flameheart's Flotten und der Rekrutierer, der Geister in die Knechtschaft an Bord seiner Schiffe presste. Red Roof war die Alchemistin und Waffenschmiedin, die Schöpferin der verfluchten Kanonenkugeln. Entweder waren es die Kanonen der Burning Blade selbst oder die Kanonenkugeln, die Red Roof mit Fluchmagie durchdrängte. Captain Grimm baute die Festung rund um die Sea of Thieves, um die gestohlenen Schätze zu lagern und zu schützen, die als Tribut für Flameheart gedacht waren. Warden Chi war für ein Gefängnis verantwortlich, in das Flameheart gefangene Feinde schickte. Er sollte dafür sorgen, dass die Eingesperrten am Leben blieben und nicht verhungerten. Ein wesentlicher Bestandteil der Macht eines Ashenlord ist ein Relikt, das als Ashen Gem bekannt ist und in Verbindung mit dem Ashen Curse verwendet wird. Die Ankunft von Sir Arthur Pendragon. Auf der Suche nach Abenteuern und einem Ort, in dem er nicht die Drecksarbeit des britischen Empire erledigen muss, folgte der galante Sir Arthur Pendragon einer Spur zu einem verfluchten Schiff namens Black Witch. Nachdem er die Besatzung der Black Witch von einem schrecklichen Fluch befreit hatte, bekam er das Schiff geschenkt und erfuhr von den Sea of Thieves. Der ehemalige Captain der Black Witch, Richard Cavendish, bat ihn, seine Tochter, Anna Cavendish, zu suchen, die sich immer noch in den Sea of Thieves befindet.
Meister der Seelen. Als Gegenleistung für seine Dienste für den Seelenorden schenkte Madame Olivia Pendragon das einzigartige verzauberte Schwert der Seelen. Mit diesem Schwert der Seelen kann Pendragon gefangene oder gebundene Seelen befreien. Der Fährmann und Pendragon treffen sich. Auf der Mission, einige verlorene Seelen zu retten, tauchte Pendragon auf der Suche nach einer Höhle in der Nähe von Keelhaul Forth zu tief und ertrank dabei. Er tauchte auf der Fähre der Verdammten auf, wo sich der Fährmann für das Schwert der Seelen interessierte, das Pendragon besaß, und ihn beauftragte, eine ähnliche Laterne zu finden wie die, die er besitzt. Pendragon kehrte in das Land der Lebenden zurück und fand die Laterne schnell. Zurück an Bord der Fähre der Verdammten tauchte er die Laterne in den Brunnen des Schicksals und erschuf eine Laterne, die verlorene Seelen auf den Sea of Thieves sehen konnte. In der Falle von Greymarrow. Pendragons letzter Auftrag war es, Lord Greymarrow zu finden und zu besiegen, doch durch eine Wendung der Ereignisse fand er sich in der Gnade dieses gnadenlosen Skelettlords wieder. Als er in Shipwreck Bay einen Schiffbruch erlitt, lag Pendragon unter einem Mast gefangen, als Lord Greymarrow das Schwert der Seelen an sich nahm und durch das Studium des Schwertes lernte, wie man Seelen bindet. Greymarrow versiegelte Pendragon dann in einem Porträt von sich selbst in der Kapitänskajüte der Black Witch. Das Schicksal der Magpie's Wing. Auf der Suche nach dem legendären Schleierbann, um eine sagenumwobene Insel aus Gold zu erreichen, wurde das Flaggschiff des Piratenlords, die Magpie's Wing, von der Burning Blade verfolgt. Obwohl es ihnen gelang, einige Ladungen abzuladen, wurde die Magpie's Wing in der Nähe einer unbekannten Insel versenkt. Flameheart's Untergang. Auf dem Höhepunkt seiner Macht erfuhr Flameheart von einer antiken Waffe und schickte die Besatzung der Prideful Dawn los, um sie zu beschaffen, bevor die Besatzung der Morningstar dies tun konnte. Später verfolgte er die Morningstar nach Kraken's Fall und kämpfte auf der Insel gegen Captain Slate, während der Rest der Besatzung floh. Während Flameheart die Oberhand hatte, wurde er von Slate in ein Gewölbe gelockt und beide wurden darin gefangen. Slate tötete sich selbst durch eine Schlange und Flameheart blieb nichts anderes übrig, als den Eingang selbst aufzubrechen. Flameheart kehrte mit seiner Armada auf die See zurück und kämpfte gegen die Piraten des Piratenlords. Die Besatzung der Morningstar traf auf dem Schiff Ophelia ein und kämpfte gegen Flameharts Flotte. Flameheart wurde jedoch durch die Hand von Duke, seinem eigenen Crewmitglied, besiegt. Mit der Hilfe von DeMarco benutzte Duke eine Kiste mit wundersamen Geheimnissen, um Schießpulver in Flameharts Kabine zu transportieren und eine Explosion auszulösen, die ihn tötete, seine Seele an seine Überreste band und die Burning Blade zum Sinken brachte. Unter dem Kommando des Ashen Lord Old Horatio transportierte Captain Adara die sterblichen Überreste von Captain Flameheart an Bord der Ashen Dragon nach Flintlock Peninsula. Auf dem Weg dorthin wurde die Ashen Dragon von zwei Schiffen angegriffen, von denen das eine von Martha Janes und das andere von Randall Stone geführt wurde. Old Horatio schaffte es, beide Schiffe zu kapern und die Seelen ihrer Captains an ihre Überreste zu binden. Nachdem sie ihre Reise beendet hatten, teilte Old Horatio der Devil Shroud und löste sich dabei selbst auf. Die Ashen Dragon verschwand, während ihre Besatzung in einen tiefen Schlummer fiel. Der Untergang von Wrathbone. Wrathbone, der Chef der Goldsammler, lebte in Wohlstand außerhalb des Sea of Thieves und war desillusioniert vom Leben, da sich sein Goldschatz immer weiter anhäufte. Eines Tages hörte er von den Shores of Gold, einer goldenen Insel in den Sea of Thieves, und segelte allein dorthin. Schließlich fand er Tribute Peak und bahnte sich seinen Weg durch die Ruinen der Alten, wo er eine Thronkammer fand, die mit allen möglichen Arten von Gold und Juwelen gefüllt war. Als er auf dem Thron saß, überkam ihn die Gier und er machte sich an die mühsame Arbeit, die Schätze aus dem Thronsaal zurück auf sein Schiff zu bringen, wobei er so viel anhäufte, wie sein Schiff tragen konnte. Als er versuchte, die Insel zu verlassen, sah er sich den vereinten Kräften von Ellie Slade und Mercia mit einer Flotte von Schiffen gegenüber. Sie griffen Wrathbone an und sein Schiff sank. Als es sank, versuchte er, so viel von der verlorenen Beute einzusammeln, wie er konnte. Diese Gier nach Gold, die ihn antrieb und unterstützte, begann seine Verwandlung in den Goldsammler, ein Skelettlord mit einem Körper, der aus Teilen von Gold und Edelstein besteht. In seinem Schädel befindet sich ein uralter Schlüssel, mit dem sich Schlösser in bestimmten Sirenschreien öffnen lassen. Die Allianz der Forsaken Shores wird gegründet. Eine Allianz zwischen mehreren Schiffen zur Erkundung neuer Länder jenseits des Devil Shrouds wurde gegründet. Das Flaggschiff war die Shroudbreaker, die von Grace Morrow gesteuert wurde und mit einer magischen Galionsfigur ausgestattet war, die mit Hilfe des Schleierbands den Shroud teilen konnte. Das zweite Schiff, die Wailing Barnacle, wurde von Stitcher Jim gesteuert.
Begleitet wurden sie von Farsha Farley, Ruby Carter, Old Coop, Flintlock, Baird und Hepzibah Jones aus ihrer Allianz. Verrat in der Allianz der Forsaken Shores. Bei seiner Ankunft im noch nicht kartografierten Devil's Roar entdeckte Stitcher Jim eine verschnürte Kiste mit Runen, die er die Kiste der wundersamen Geheimnisse nannte. Er spähte unter den Deckel der Kiste und begann den Verstand zu verlieren. Er verriet die Allianz und tötete die meisten ihrer Mitglieder, bis auf Grace Morrow, die den Vergiftungsversuch überlebte. Brixie wollte nie verflucht werden. Teil 1. Brixie entdeckte, dass eine uralte Reliquie, die als Schleierband bekannt ist, es ihr ermöglichen würde, den Devil Shroud zu durchqueren und zu den sagenumwobenen Shores of Gold zu gelangen. Mit dem Schleierband segelte sie zu Tribute Peak und ließ ihre Schaluppe, die Homeward Dorf, tief im Landesinneren auf Grund laufen, als sie dort ankam. Bei der Erkundung der Ruinen auf Tribute Peak entdeckte Brixie Hinweise auf eine alte Zivilisation, aber auch auf jüngere Aktivitäten. Als sie tiefer in das Höhlennetz vordrang, wurde ihr bald klar, dass der Ort von den Goldsammlern genutzt wurde. In den Tunneln fand sie eine Goldmünze, die dazu führte, dass sie verflucht wurde. Der Goldsammler versprach Brixie ein Heilmittel gegen den Skelettfluch, wenn sie tat, was er will und den Schleierband zerstörte. Aber sie widersetzte sich ihm, versteckte die Edelsteine des Schleierbands und brachte das Relief zurück an seinen Ruheplatz. Das Schicksal der Morningstar. Grey Morrow suchte die Shores of Gold und stieß dabei auf die Besatzung der Morningstar, die von Ellie Slade angeführt wurde. Nach einer langwierigen Verfolgungsjagd gelang es Grey Morrow, die Besatzung der Morningstar zu fangen und ihre Seelen mit einem Fluch zu belegen, der die Besatzung auf Old Faithful Isle versiegelte, sodass sie nicht mehr auf die Fähre der Verdammten konnten. Ein Mitglied der Morningstar-Besatzung gelang jedoch die Flucht. Humphrey schließt sich den Goldsammlern an. Humphrey trifft zufällig auf Horgarth und bittet ihn, ihn als Lehrling aufzunehmen. Im Laufe der Zeit lernt Humphrey die Methoden der Goldsammler kennen, trifft sich schließlich mit der Kompanie, lässt sich seinen eigenen Schlüssel tätowieren und erhält vom Goldsammler selbst einen Skelettschlüssel. Merrick beschwört den Megalodon. Eines unglücklichen Abends stößt ein Pirat namens Merrick auf Sharkbait Cove zufällig auf eine verzauberte Melodie, die den Hungernden aus einer Tiefseespalte hervorlockte. Der Hungernde griff sein Schiff, die Killer Whale, an, wobei Merrick als einziger überlebte, obwohl er dabei beide Beine verlor. Die Ankunft von Flameheart Junior. Der Adoptivsohn von Flameheart war zu einem Mann herangewachsen und träumte davon, ein Pirat wie sein Vater zu werden. Es gelang ihm, mit Isidro in einer Taverne zu feilschen, nachdem er eine antike Münze gezeigt hatte und ihn zu überzeugen, ihm den Weg in die Sea of Thieves zu zeigen. Anstatt sich ein eigenes Schiff anfertigen zu lassen, kaufte er eines im Hafen, die Silverblade, die er in Liberdade umbenennen wollte, aber man sagte ihm, dass dies Unglück bringen würde. Mit Schiff und Mannschaft im Schlepptau stach er in See, um die Sea of Thieves zu erreichen. Obwohl er den Namen seines Vaters, Flameheart, annehmen wollte, nannte die Mannschaft ihn Captain Faintheart. Flameheart Junior führte ein Tagebuch, in dem er seine Zeit als Pirat und seine Erfahrung mit dem Leben als Pirat dokumentierte. Missgeschicke von Flameheart Junior. Auf der Suche nach einem Namen und einem guten Ruf wurde Flameheart Junior zu einem Kontakt von Isidro gebracht, einer alten Frau, die ihm einen lange verlorenen Schatz versprach, den sie seit ihrer Kindheit geheim gehalten hatte. Die Karte führte ihn und seine Mannschaft in die Wilds, wo eine verfluchte Truhe ausgrub. Als sie sich auf den Rückweg machten, gerieten sie in einen Hinterhalt von anderen Schiffen. In einem verzweifelten Versuch, vor den Verfolgern zu fliehen, segelte Flameheart Junior mit der Silverblade in den Nebel des Devil's Shroud. Flameheart Junior trifft den Captain. Nach einem Schiffbruch auf einer unbekannten Insel fanden Flameheart Junior und seine Crew eine Rätselkarte, die zu einer Höhle führte. In dem Höhlennetz fanden sie einen geheimnisvollen verzierten Kelch, aus dem sie tranken. Unzählige Tage und Nächte verbrachten sie damit, tiefer in die Höhle vorzudringen. Und während sie vorankamen, hörte die Mannschaft langsam auf zu essen und zu schlafen. Am Ende wurden sie alle in Skelette verwandelt. Aber nur Flameheart Junior behielt seine Erinnerung und wurde ein Skelettlord. Schließlich traf er Captain, den Captain des Schiffes, auf dem sein Vater, Flameheart Senior, ein Besatzungsmitglied war. Der Captain bat Flameheart Junior, ihm zu folgen, um ihn zu einem Piraten für alle Ewigkeit zu machen. Marisa Bell entdeckt die Flüstertruhe. Marisa Bell entdeckte das Wrack des Silverblade in der Nähe der Insel, auf der sie aufwuchs. Bei der Erkundung des Wracks fand sie die Flüstertruhe mit einem Zettel in der Sprache der Meervölker, auf dem "Nicht öffnen" stand.
Da sie nicht wusste, was sie damit anfangen sollte, und da sie zuvor Ohrringe gefunden hatte, mit denen sie mit dem Myrrh-Volk sprechen konnte, ging sie zu einem Treffpunkt auf einer Insel in der Nähe des Außenpostens Golden Sands, um dem Myrrh-Volk diese geheimnisvolle Truhe zurückzugeben. Das Meervolk reagierte jedoch sichtlich ängstlich auf das Vorhandensein der Truhe und warnte sie davor, sie zu öffnen oder sie ins Meer zu werfen. Die Myrrh flohen, sobald die Truhe zu summen begann. Marisabel begegnet The Twisted Knife. Marisabel beschloss, die Flüstertruhe an jeden Händler zu verkaufen, der dazu bereit wäre. Als sie versuchte, jemanden zu finden, wurde ihr Schiff von der Salty Hippo und einem anderen Schiff angegriffen. Sie wehrte sie ab und nahm Cole, den Captain der Salty Hippo, gefangen. Cole entpuppte sich als Mitglied einer Gruppe von Kopfgeldjägern, die als The Twisted Knife bekannt waren. Während er im Schiffsgefängnis saß, erzählte er von Flameheart Junior und der Flüstertruhe und verriet, dass er von einem Auftraggeber angeheuert worden war, der schon viele vor ihm geschickt hatte, um die Truhe zu holen. Meuterei der geplünderten Krone. Cole verrät Marisabel, indem er ihr Essen unter Drogen setzt, sie einsperrt, Nine Cat Nero tötet und ihre Mannschaft gegen sie aufbringt, während sie bewusstlos ist. Marisabel schwor Rache, bevor sie auf die Fähre der Verdammten geschickt wurde. Marisabel und Nine Cat Nero kamen wieder zusammen und machten die geplünderte Krone, ihr Schiff, auswendig, um sie von Cole und Twisted Knife zurückzuerlangen. Ramseys Rücktritt. Nachdem er mit zahlreichen Crews unter dem Banner der Piratenlord-Allianz gesegelt war, die Sea of Thieves vor Gefahren beschützt und verlorene Schätze entdeckt hatte, stellte der Piratenlord jedoch fest, dass das Leben ohne seine ursprüngliche Crew nicht dasselbe ist. Seine letzte Tat war der Besuch beim Goldsammler, der durch seine beiden Flüche, Skelett und Gier nach Gold, den größten Teil seines Verstandes verloren hatte. Ramsey sprach mit ihm ausführlich über seine Abenteuer seit dem Verrat und endete schließlich mit seiner Erklärung seines Rücktritts. Ramsey starb unter mysteriösen Umständen, aber er verriet einmal, nachdem er seine Mannschaft erwähnt hatte, dass alles zu Ende war, als sich einige seiner Liebsten in diese widerlichen Skelette verwandelten. Gerüchten zufolge stehen die drei Dolche in seinem Rücken in Verbindung mit diesem Schicksal. Der Piratenlord erlangte ewiges Leben und kann dank seiner Halskette mit dem Zeichen von Athene, die ihm Mercia geschenkt hatte, als Geist in den Sea of Thieves bleiben. Er gründete die Fraktion Athenes Segen, um mit von ihm ernannten Piratenlegenden über die Sea of Thieves zu wachen. Larinas Ankunft. Versteckt auf einem Schiff gelang es ihr, in die Sea of Thieves zu gelangen. Auf dem Sanctuary-Außenposten errichtete sie einen kleinen Bananenstand, von dem sie Informationen aufschnappte. Als sie Zeuge eines Streits im nahegelegenen Zelt des Seelenordens wurde, gelang es ihr, sich in die Besatzung der Unforgiven, die von Adelheid gekapert wurde, einzugliedern. Die beiden anderen Besatzungsmitglieder waren Faisal und Little Ned. Gemeinsam entdeckten sie Tribute Peak und hatten eine Begegnung mit dem Goldsammler selbst. Nach ihrem Abenteuer wurde sie vom Piratenlord angesprochen und eingeladen, eine Piratenlegende zu werden, was sie mit der Begründung ablehnte, dass sie noch viele weitere Abenteuer zu bestehen habe. Larinna gründete schließlich die Schiffsratten, eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Piraten, die Spaß daran hatten, neue Horizonte zu erkunden, sich waghalsige Herausforderungen zu stellen und sich nicht von den Handelsgesellschaften abhängig zu machen. Die Suche nach den goldenen Bananen. Umbra, Mitglied einer Gruppe von Kartografen und Historikern, den Schreibern, wird von Captain Bronzebeard aufgrund ihrer umfassenden Kenntnisse über die Sea of Thieves gefangen genommen. Sie wurde zusammen mit einem anderen Gefangenen, Blind Bob, ins Schiffgefängnis geworfen, um sein Geschwafel zu deuten und herauszufinden, wo er einen Vorrat an goldenen Bananen vergraben hatte. Es gelang ihr, vom Schiff zu fliehen, und sie erlitt einen Schiffsbruch auf einer Insel. Wie es der Zufall will, genau auf der Insel, auf der Blind Bob die goldenen Bananen versteckt hatte. Nach ein paar Tagen kam eine Piratenbande auf der Insel an, die ihr half, die goldenen Bananen zu finden und sie zu befreien. Daraufhin verließ sie die Sea of Thieves. Die goldene Ära dokumentiert alles, was seit der Veröffentlichung des Spiels passiert ist. Neue Piraten kamen in die Sea of Thieves und leiteten den Beginn eines neuen goldenen Zeitalters der Piraterie ein. The Hungering Deep. Merrick erscheint an Sharkbait Cove und erzählt die Geschichte, wie er den Hungernden beschworen hat. Anschließend ruft er andere Piraten dazu auf, sich zu bestimmten Koordinaten zu begeben, um dort seine verzauberte Melodie zu spielen, um den Hungernden zu besiegen. Er verteilte den Sea of Thieves Tagebücher, die seine Geschichte erzählten, und gab den Piraten, die diese suchten, Nachbildung seiner Trommel sowie ein einzigartiges Tattoo. Während der Beschwörung des Hungernden leuchtete diese Tätowierung. Nachdem der Hungernde besiegt worden war, floh er zurück in die Tiefe.
Die Skelettthrone. Duke macht sich in den Sea of Thieves bemerkbar und lässt sich in den Tavernen auf der anderen Seite des Meeres nieder. Er fungiert als Repräsentant der zusammengewürfelten Gruppe, die sich Schiffsratten nennt, und führt eine neue Währung ein, Dublon. Duke und die Schiffsratten veranstalten die Schiffsrattenabenteuer, bei denen die Piraten ihre Kühnheit unter Beweis stellen konnten. Das erste Schiffsrattenabenteuer bestand darin, Skelettthrone, die sie gebaut und in den Sea of Thieves versteckt hatten, zu finden und darauf zu sitzen. Der versunkene Fluch. Gerüchte über Artefakte unter den Wellen wurden geflüstert, denn die Statuen der verfluchten Meerjungfrauen winkten den Piraten mit geheimnisvollem Gemurmel zu. Sie tauchten in den Tiefen des Meeres und an den Küsten der Inseln des Sea of Thieves auf. Duke sah darin eine Chance und startete das zweite Schiffsrattenabenteuer, in dem die Piraten aufgefordert wurden, ihren Mut zu testen, indem sie diese Statuen zerstören und ihren Fluch brechen. Auch wenn sie schön und wertvoll aussehen, warnte Duke, dass diese Statuen Schaden verursachen, wenn man sich ihnen nähert. Wiederentdeckung der verfluchten Kanonenkugeln. Salty gelang es, eine Kanone ausfindig zu machen, die einst der Burning Blade gehörte. Er schloss einen Pakt mit Wanda, der Waffenschmiedin von Golden Sands, und die beiden bargen die Kanone vom Meeresboden. Kurz darauf war Wanda davon besessen, aus den magischen Eigenschaften der Kanone verzauberte Kanonenkugeln nachzubauen, um eine neue Art von Waffe zu schaffen. Schließlich trugen Wandas Experimente Früchte, als sie einen Weg fand, verfluchte Kanonenkugeln herzustellen. Grogkugeln? Humpelkugeln? Erschöpfungskugeln? Tanzkugeln? Fasskugeln? Steuerkugeln und Takelkugeln. Wanda und Salty wollten ihre Kugeln an die Außenposten verkaufen, welche diese jedoch nicht wollten, was Wanda dazu ermutigte, noch gefährlichere Kugeln zu erschaffen. Giftkugeln, Ankerkugeln, Friedenskugeln und Ballastkugeln. Die Außenposten weigerten sich nach wie vor, diese Kugeln zu kaufen, weshalb Wanda beschloss, noch gefährlichere Kugeln zu erschaffen. Ein Experiment ging jedoch schrecklich schief und hatte furchtbare Folgen. Salty wurde als Testperson benutzt und verwandelte sich in ein Skelettpapagei, während Wanda selbst begann, ihr Fleisch zu verlieren. Captain Warsmith erklärt den Außenposten den Krieg. Wanda, geblendet von der Wut über die Entscheidung der Außenposten, ihr den Verkauf von verfluchten Kanonenkugeln zu verweigern und in Verbindung mit ihrer langsamen Verwandlung in ein Skelett, legte ihren Namen ab und erklärte den Außenposten den Krieg. Sie nannte sich Captain Warsmith und führte einen Angriff der Skelette auf alle Außenposten an, wobei sie Skelettschiffe vom Meeresgrund aufsteigen ließ, um ihre Flotte zu bilden. Nach einer dreiwöchigen Schlacht wurde sie besiegt und ihr letzter Auftritt war der Untergang ihres Schiffes in der Region Shores of Plenty. Ihr Waffenladen an Golden Sands wurde von ihrer Schwester Wanda übernommen. Duke brachte verfluchte Kanonenkugeln zum Einsatz. Durch die bösen Taten von Captain Warsmith und ihrem anschließenden Untergang sind die verfluchten Kanonenkugeln, die sie zu kontrollieren versuchte, nun auf die Sea of Thieves losgelassen worden. In Anerkennung dieses bedeutenden Ereignisses hat Duke das nächste Schiffsrattenabenteuer veröffentlicht, in dem Piraten belohnt werden, die diese Kanonenkugeln aufspürten und gegen Skelette und andere Piratenschiffe einsetzten. Duke forderte die Piraten außerdem auf, eine weitere, mysteriöse, verfluchte Macht zu nutzen, die Reaper's Mark, die aus Wandas Labor stammte. Eine Flagge, die, wenn sie ausgerüstet ist, das eigene Schiff auf allen Schiffskarten markiert. The Devil's Roar ist enthüllt. Die Splitter der verzauberten Galeonsfigur des Schiffs, The Shroudbreaker, verbreitete sich weit genug, um den Shroud zu spalten und den Piraten den Zugang zu einer vulkanischen Region zu ermöglichen, die als The Devil's Roar bekannt ist. Stitcher Jim residierte auf Lias Backbone und beobachtete die Region aus der Ferne, wobei er die Piraten aufforderte, ihm die sagenumwobene Kiste der wundersamen Geheimnisse zu bringen. Grace Morrow gelang es, einen Außenposten in den Devil's Roar einzurichten und vor Jims Verrat zu warnen. Das erste Fest der Verdammten. Über dem Laderaum der Fähre der Verdammten befindet sich der Brunnen des Schicksals. In diesen Brunnen können die Piraten ihre Laternen eintauchen und eine Schicksalsflamme erhalten, die ihren Tod symbolisiert. Die Schiffsratten beschlossen, dies zum Anlass zu nehmen, den Fährmann zu ehren, und errichteten rund um die Sea of Thieves Leuchtfeuer, die die Piraten mit den Flammen aus dem Schicksalsbrunnen entzünden konnten. Ein Nebel erscheint am Horizont. In den Sea of Thieves kommt es zum ersten Mal zu einem Nebel und immer mehr Megalodon-Arten tauchten auf.
Es gibt 4 verschiedene Färbungen dieser Kreaturen, wobei einige von einer seltenen weißen Version berichten. Auch die verfluchten Meerjungfrauenstatuen kehrten zurück. Die Eröffnung der Arena. DeMarco und Lissette Sine führten eine langwierige Kampagne, um die Gunst der anderen Fraktionen zu erlangen, was zur Gründung ihrer eigenen Fraktion, den Sea Dogs, führte. Mit den Sea Dogs eröffneten sie die Arena, einen Wettbewerb, bei dem alle Piraten ihren Mut und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Ihre Basis ist die Glorious Sea Dog Tavern, die sich auf Archer's Peak befand, wo an der großen bogenförmigen Felsformation gebaut wurde. Bemerkenswerte Mitglieder der Sea Dogs sind der große Dimitri, der in der Taverne der Glorious Sea Dogs Ratschläge erteilt, und Amarantha, die dritte im Bunde, die eine rücksichtslosere Ader als die Zwillinge hat und ihren Posten außerhalb der Taverne der Glorious Sea Dogs einnimmt. Die Gründung von Ruf des Jägers. Nachdem sie sich mit Merrick versöhnt hatte, da er sie auf der Jagd nach dem Hungernden allein gelassen hatte und sie mit einem Meermann durchgebrannt war, gründet seine Frau Zarek mit ihm die Fraktion Ruf des Jägers. Die Repräsentanten der Gesellschaft bestehen aus Mitgliedern ihrer Familie und sie lassen sich auf den Seeposten nieder. Ruf des Jägers hat sich auf den Fleischhandel spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Fischfang liegt und darauf, dass jeder Pirat gut genährt wird. Satz richtet sich auf dem North Star Seeposten ein. Nachdem sie unglücklicherweise von einem Hai gefressen wurde, hängt die bisherige Ladenbesitzerin des North Star Seeposten, Jura, ihre Segelstiefel an den Nagel und zieht es vor, an Land zu gehen. An ihrer Stelle richtet sich ein alter Astrologe namens Satz, ein ehemaliges Mitglied von Briggs' Crew, am Seeposten ein, wo er Sternkarten und allerlei Ausrüstung für die Sternbeobachtungen auslegt. Jagd auf den Schleierbann. In den Tavernen der Sea of Thieves verbreitete sich die Kunde von einer sagenumwobenen Insel, die als Shores of Gold bekannt war und auf der sich angeblich die größten Goldvorräte der Sea of Thieves befanden. Viele Piratencrews machten sich auf Geheiß des geheimnisvollen Fremden auf den Weg, um die Reliquie des Schleierbann zu finden, und folgten dem Tagebuch des Piratenlords zu diesem Ort. Als sie den Schleierbann fanden, erfuhren sie, dass er seine Macht verloren hatte, weil Edelsteine aus dem Artefakt entfernt wurden. Briggsy wollte nie verflucht werden. Teil 2. Die Piraten mussten den Aufenthaltsort von Captain Briggsy ausfindig machen, der einzigen Person, von der bekannt ist, dass sie die Shores of Gold erreicht hatte und zurückgekehrt ist, um mehr Informationen über den Schleierbann zu erhalten. Mit Anweisung von Madame Olivia wurde ein verzauberter Kompass hergestellt, der den Aufenthaltsort von Captain Briggsy anzeigt. Als sie gefunden wurde, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem nun skelettierten Lord Briggsy. Ihr zurückgelassener Schädel gab Madame Olivia weitere Hinweise darauf, wo die Edelsteine des Schleierbands versteckt sind. Die Schleierbann-Edelsteine. Auf den Spuren von Briggsy entdeckten die Piraten mehrere der Schleierbann-Edelsteine wieder. Einen fanden sie durch Tasha, die Wirtin von The Unicorn am Außenposten Ancient Spire, indem sie den Geschichten folgten, die ihr Briggsy als Kind erzählt hat. Der Sternengucker Satz hatte die Hinweise auf einen anderen, da er Geschichten aus der Antike erzählt hatte, die auf den Sternenkonstellationen beruhen und Zugang zu einem gespenstischen Fernrohr geben, das nur er und Briggsy je benutzt haben. Salty führte die Piraten auf den Spuren der Fallenstellerin zu einem weiteren Juwel. Die Fallenstellerin war eine Piratin, die verschiedene Fallen und Mechanismen erfand und von Briggsy beauftragt wurde, mit ihrer List einen Schleierbann-Edelstein zu schützen. Wild Rose und George wieder vereint. Auf der Suche nach dem Verbleib des letzten Schleierbann-Edelsteins stießen die Piraten auf 2 ehemalige Crewmitglieder von Captain Briggsy, Wild Rose und George. Dieses Paar sollte von Madame Olive getraut werden, kam aber nie auf der Hochzeit an, was sie dazu veranlasste, sich Sorgen um den Verbleib der beiden zu machen. Als sie den Hinweisen nachgingen, stellten sie fest, dass die beiden von Captain Rogue erschlagen und ihre Seelen an Gegenstände gebunden wurden. Durch die Bergung dieser Gegenstände, den Sieg über die eifersüchtige Rogue und die Rückgabe an Madame Olive, konnten sie auf die Fähre der Verdammten gelangen und im Jenseits zusammen sein. In die Sea of Thieves kehrten sie vorerst nicht zurück. Das Ergebnis dieses Abenteuers war ein Hinweis auf 2 andere Crews, die auf der Suche nach den Shores of Gold waren. Lord Greymarrow. Die Piraten fragten den Fährmann selbst nach dem Verbleib der Morningstar-Besatzung, einer Besatzung, die selbst nach dem Weg zu den Shores of Gold suchte. Er enthüllte, dass eine besondere Laterne notwendig ist, um die Wahrheit herauszufinden und die gestrandeten Seelen der Morningstar-Crew zu retten, und gab den Piraten den Ort seines Grabes, wo die Laterne mit ihm begraben wurde. Man fand heraus, was Greymarrow der Crew der Morningstar antat. Nachdem die Crew der Morningstar gerettet wurde, stellte sich heraus, dass ein Mitglied entkommen konnte.
Durch ein Gespräch mit Sandra, der Schiffszimmerfrau an der Gartuf-Außenposten, beginnt eine Abfolge von Ereignissen, die die letzte Reise der Morningstar zurückverfolgen, um Lord Greymarrow aufzuspüren. Greymarrow wurde konfrontiert und besiegt, woraufhin man den letzten Schleierbahn-Edelstein fand, den Greymarrow bei sich hatte. Sandra gibt zu, dass sie Jill ist, das geflohene Mitglied der Morningstar-Crew. Die Wahrheit über die Shores of Gold. Die Piraten wurden zu Grace Morrow geschickt, um nun das vollständige Totem der Schleierbahn abzuholen. Sie gab ihnen das Tagebuch von Briggsy, das ihnen helfen sollte, die Prüfungen, die an den Shores of Gold auf sie warteten, zu finden und zu meistern, sowie eine Notiz vom Piratenlord selbst. Die Shores of Gold sind nun mit dem Schleierband zugänglich, der es Schiffen ermöglicht, sicher durch den Devil's Shroud zu segeln. Dort fanden die Piraten Tribute Peak, eine riesige Insel mit vielen Überresten einer alten Zivilisation. In den Tunneln unter der Insel lauerte der Goldsammler, der die Wahrheit hinter dem Namen Shores of Gold ans Licht brachte. Nachdem der Goldsammler besiegt wurde, erschien der Piratenlord und gratulierte allen, die an dieser Reise teilgenommen hatten. Er bittete die Piraten, den Schatz dort zu lassen, da er verflucht war und schon zu vielen das Herz gebrochen hat. Schließlich erinnerte er die Piraten daran, dass es nicht um das Gold, sondern um den Ruhm geht. Die Piraten kehrten zurück, jedoch vergriffen sich trotzdem einige von ihnen an dem verfluchten Schatz und erlitten den Gold Curse. Der Schleierband selbst wurde die Obhut des Piratenlord gebracht. Schwarzpulververstecke. Als eifriger Schwätzer schließt Duke einen Handel mit den Fraktionen ab, um sich deren Gunst zu sichern. Er hatte kürzlich von Orten erfahren, an denen die Skelette ihre Schießpulverfässer gelagert hatten und Piraten dazu gebracht, diese Fässer an die Fraktion zu liefern. Im Gegenzug erhielt Duke das Recht, seinen eigenen Laden, den Schwarzmarkt, zu eröffnen. Auf dem Schwarzmarkt bot Duke seltene und einzigartige Edelsteine im Tausch gegen Dublon und Gold an. Das Piratenemporium öffnet seine Tore. Ein neues Geschäft öffnet seine Türen an allen Außenposten. Das Piratenemporium, das sich in dem leeren Raum über dem Zelt des Seelenordens befindet. Gegründet wurde es von einer Gruppe ehemaliger Goldsammler, die sich in eine neue Art von Münzen verliebt hatten, die antiken Münzen. Sie können verschiedene Waren von außerhalb des Sea of Thieves importieren, darunter Tiere, Schiffskonstruktion, Kleidung und mehr, und das alles im Tausch gegen antike Münzen. Es wird gemunkelt, dass sie für einen mächtigen Mann außerhalb des Sea of Thieves arbeiten. Antike Skelette tauchen wieder auf. Auf einer Insel wird ein seltsames Skelett gesichtet. Diese neuen Skelette kriechen aus dem Boden und fliehen vor Piraten, die in der Nähe sind. Viele derjenigen, die es geschafft haben, diese Skelette zu besiegen, berichten, dass sie einen Vorrat an antiken Münzen zurückgelassen haben. Die Reaper schlagen ihr Lager auf. Auf der östlichen Insel des kleinen Duos von zwei unerforschten Inseln begann Aktivität zu herrschen, denn jemand war dabei, etwas zu graben, das wie eine Grube aussah. Die maskierte Fremde tauchte hier zum ersten Mal auf und fertigte seltsame Skizzen an. Zu dieser Zeit arbeiteten die maskierte Fremde und Flameheart Junior gemeinsam daran, das Versteck der Reaper und die Höhle der Reaper zu bauen, wobei Junior außer Sichtweite blieb. Dunkle Reliquien gestohlen. Dem Seelenorden wird eine Sammlung von dunklen Reliquien gestohlen. Mit der Hilfe von Duke ließen er und der Orden Piraten Skelettkapitäne jagen und nach dem Verbleib der verlorenen dunklen Reliquien suchen. Während dieser Zeit tauchten die Schnittertruhen auf. Diese verfluchten Kisten senden einen roten Lichtstrahl aus und werden auf allen Schiffskartentafeln markiert, bis sie verkauft werden. Kisten mit Lumpen und Knochen. Während einige Schnittertruhen seltene Schätze enthielten, die Duke bereits zu verkaufen begonnen hatte, waren andere voll mit alten Lumpen und Knochen. Duke packte sie alle in Kisten und versteckte sie in Shipwreck Bay. Stitcher Jim kehrte zurück und bot eine Lösung an, was man mit diesen Lumpen- und Knochenkisten machen könnte, um zu beweisen, dass er sich geändert hatte. Dies führte dazu, dass Duke das Rag and Bone Crate Bill Gretsch Adventure organisierte, bei dem Mannschaften die Kisten in Shipwreck Bay ausgruben und sie zu verschiedenen Seeposten transportierten. Das Fort of the Damned. Old Boot Fort wurde durch ein Ritual, an dem die dunklen Reliquien beteiligt waren, korrumpiert und wurde zum Fort of the Damned. Stitcher Jim beobachtete das Fort of the Damned von Castaway Isle aus und informierte die Piraten, wie sie die Festung angreifen konnten. Als das Fort of the Damned aktiviert wurde, indem die entsprechenden Flammen des Schicksals in die Statuen gelegt und ein Ritualschädel auf den Altar gestellt wurde, wimmelte es auf der Insel von Schicksalsskeletten. Der Geist von Lord Greymarrow erschien während der letzten Welle der Schatten. Sir Arthur Pendragons Rückkehr.
Durch die Macht eines Rituals mit den dunklen Reliquien von seinem Porträt befreit, kehrte Sir Arthur Pendragon zurück. Er wurde auf 3 Kapitäne aufmerksam gemacht, die an ihre Überreste gebunden waren, und bat Piraten um Hilfe bei seiner Suche nach diesen verlorenen Seelen. Stitcher Jim springt für Duke ein. Nachdem er das Vertrauen von Duke gewonnen hatte, wurde Stitcher Jim ein vollwertiges Mitglied der Schiffsratten und übernahm Dukes Aufgaben. Duke hat eine Nachricht hinterlassen, in der er erklärte, dass er sich auf die Suche nach der inoffiziellen Anführerin der Schiffsratten, Larinna, gemacht hatte. Aschetruhen und Aschefolianten. Stitcher Jim informierte die Piraten über eine Reihe mysteriöser Folianten, die sogenannten Aschefolianten, die Geheimnisse über die Ashen Lords enthielten. Da er wusste, dass Skelette vor kurzem damit begonnen hatten, diese Artefakte in Aschentruhen zu transportieren, verkaufte er Karten und gab Informationen über den Verbleib der Aschetruhen und den Ascheschlüsseln, die man zum Öffnen der Truhen benötigt. Die Rückkehr von Captain Flameheart. Pendragon wurde dazu verleitet, Flameheart aus seinem eigenen Schädel zu befreien und diesen berüchtigten Piraten auf die Sea of Thieves loszulassen. Flameheart erklärte die Piraten, die nun in den Sea of Thieves lebten, für unwürdig, in ihren Gewässern zu segeln und erklärte sich selbst zum rechtmäßigen Herrscher. Das Fest des Gebens. Stitcher Jim bereitete eine neue Reise vor, bei der es darum ging, bescheidene und großzügige Geschenke zu sammeln und diese dann der maskierten Fremden zu geben. Die Piraten wurden ermutigt, Geschenke mit anderen Crews zu tauschen, um mehr Dublonen zu verdienen. Die Truhe mit den Schnitterprämien tauchten zu dieser Zeit zum ersten Mal auf. Neue Skelettlords verteidigen die Festung. 3 bisher unbekannte Skelettlords tauchten in aktiven Festungen auf. Die Duchess, Mutinous Helmsman und Two-Faced Scroundrel. Umbra kehrt in die Sea of Thieves zurück. Erneut entführt, findet sich Umbra in den Sea of Thieves wieder. Nachdem sie ihren Entführern entkommen ist, schlägt sie ihr Lager an Lagoon of Whispers auf und beginnt, die Geschichten legendärer Piraten und jüngster Ereignisse aufzuzeichnen. Duke kehrt in die Taverne zurück. Nach längerer Abwesenheit nahm Duke seinen Platz von Stitcher Jim wieder ein. Er wirkte etwas angeschlagen, viel schüchterner als sonst und war von Kopf bis Fuß in Bandagen eingewickelt. Cruise der Wut. Die kürzliche Rückkehr von Captain Flameheart hat feurige Auswirkungen auf die Sea of Thieves. Horden von Ascheskeletten erheben sich aus der Festung von Molten Sands, während eine neue Art von verfluchter Truhe, die Truhe der Wut, die Dinge aufheizt, während sie andere in die Luft jagt. Duke schickt Piraten los, um die Ausbreitung dieser Bedrohung zu verhindern. Herz aus Feuer. Es gab Gerüchte über ein Ritual, mit dem Flameheart's Streitkräfte in seiner Festung, das Herz aus Feuer, wieder aufgebaut werden sollten. Die Piraten wurden von Tallulah, der Tavernenwirtin im Charred Parrot, auf dem Außenposten Morrow's Peak rekrutiert, um sich den Kampf gegen Flameheart anzuschließen. Für viele war das, was geschah, ein verzweifelter Appell Pendragons, die Seelen seiner Mannschaft zu retten und ein Ritual zu verhindern, das die Ashen Lords beschwören würde. Diejenigen, denen es gelang, einen Weg durch das Herz aus Feuer zu finden, wurden Zeuge, wie Stitcher Jim das Ritual durchführte und sich dabei den Arm verbrannte. Botschafter werden gegründet. Die ursprünglichen Fraktionen von Sea of Thieves hatten lange Zeit ein funktionierendes Gleichgewicht aufrechterhalten, aber die Gefahr lauert am Horizont und jede Fraktion beschloss, dass eine Demonstration der Stärke nötig ist. Sie begannen, Botschafter zu suchen, die als ihre Vertreter auf den Wellen fungieren sollen. Die Gründung der Reaper. Die Reaper haben den Bau ihres Lagers abgeschlossen und ihre neue Fraktion, die Schnitterknochen, gegründet. Zu diesem Anlass haben die Schiffszimmerleute die Insel auf den Schiffskarten eingezeichnet und ihr den Namen The Reaper's Hideout gegeben. Die Reaper behaupteten, dem Geist der Piraterie treu zu sein und erfreuen sich daran, bei den anderen Fraktionen Chaos und Unruhe zu stiften. Ihr Repräsentant ist der Diener der Flamme, eine mysteriöse Gestalt, die vollständig verhüllt ist und eine goldene Maske trägt. In Wahrheit handelt es sich hierbei um Flameheart Junior. Die Rückkehr der Ashen Lords. Nachdem er die benötigten Werkzeuge in Form der Aschefolianten, der Aschejuwelen und anderer Ritualzutaten zusammengetragen hatte, brachte Flameheart seine Elitekrieger, die Ashen Lords, in die Sea of Thieves zurück. Rote, feurige Tornados sind auf den Inseln zu sehen, auf denen diese Rituale stattfanden. Flameheart beschwört Geisterschiffe. Mit dem Anwachsen seiner dunklen Kräfte
beschwört Flameheart nun die verdammten Seelen verlorener Schiffe, um seine Ziele zu verfolgen und die Herrschaft über die Meere zu erlangen. Flotten von Geisterschiffen greifen anfällige Inseln an. Larinna, Anführerin der Schiffsratten. Larinna übernimmt Dukes Job als Tavernenlungerin, während sie die Geschäfte der Schiffsratten übernimmt, um sie wieder auf Kurs zu bringen und entlässt den in Ungnade gefallenen Duke von seiner Rolle. Sie hält den Schwarzmarkt und die Schiffsrattenabenteuer am Laufen, behauptet aber, dass sie Pläne hat, den Namen der Schiffsratten wieder aufzubauen, nachdem er durch Dukes jüngste Aktion in den Schmutz gezogen wurde. Dukes neues Zuhause. Von seiner Pflicht als Schiffsratte entbunden, verlässt Duke die Außenposten und sucht sich eine bescheidenere Bleibe, die Lagoon of Whispers. Während er sich im Exil aufhält und seine Gedanken ordnet, hilft ihm Catherine von Three Paces East dabei, besser schreiben zu lernen, und er hilft dabei, Umbras Haus ein wenig auf Vordermann zu bringen. Die Goldsammler und antike Tresore. Nach der Niederlage des Goldsammlers begannen die Vertreter der Goldsammler, ihr gesamtes Gold in den Gewölben der Antiken zu horten. Mit dem wachsenden Einfluss von Flameheart schicken die Goldsammler Piraten los, um die Gewölbeschlüssel aufzuspüren und zurückzubringen. Schicksal der Verdammten. Die Skelette in den Sea of Thieves fingen an, sich seltsam zu verhalten, und Larinna schickte die Schiffsratten los, um herauszufinden, was passiert war. Diese Schiffsrattencrew kehrte jedoch nicht zurück, und so ließ sie Piraten ihrem letzten bekannten Aufenthaltsort folgen, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Im Laufe der Wochen stießen die Piraten auf Skelette, die mit Ritualen versuchten, Lord Greymarrow aus dem Jenseits zurückzuholen. Die Schicksalsskelette waren ein Nebenprodukt ihrer Versuche, die Barriere zwischen unserer Welt und den Sea of the Damned zu brechen. Es wurde bekannt, dass die Skelette Lord Greymarrow zurückholen wollten, um Flameheart zu bekämpfen, in der Hoffnung, dass er seine Bindungsmagie einsetzen würde, um Flameheart erneut zu versiegeln. Verlorene Handelsschiffe. Als die Sirenen zu erwachen begannen, nahm die Anführerin des Handelsbund, Kauffrau Molly, Kontakt mit Larinna auf, um das Problem der verschwundenen Handelsschiffe und ihrer Besatzung zu lösen. Sie schickten Piraten auf die Handelsrouten, um die verlorenen Frachtverzeichnisse auf diesen Handelsschiffen zu bergen. Yennai sucht ein Heilmittel für ihren Myrrh. Yennai hatte bemerkt, dass ein Wassermann ständig auf der Suche nach ihr war und überall auftauchte, wo sie segelte. Bei wiederholten Treffen kamen sie sich immer näher, bis der Wassermann Yennai einen Kratzer auf seinem Arm zeigte. Am nächsten Tag konnte Yennai den Gesang des Meermanns nicht mehr hören, nur noch Stille. Um ihren Meermann zu retten, begab sich Yennai auf die Suche nach einem sagenumwobenen magischen Gegenstand im Schrein des Ozeanglücks, aber sie hatte keinen Erfolg. Daraufhin bat sie die Sirenenkönigin um Hilfe bei der Rettung ihres Meermanns. Duke beginnt die Suche nach einem Schatz. Unsicher über seinen Platz in der Welt, verlässt Duke Lagoon of Whispers auf der Suche nach Antworten. Auf seinen Abenteuern besucht er Mermaid's Hideaway, Kraken's Fall, Wanderer's Refuge und schließlich Old Souls Atoll. Etwa zur gleichen Zeit wurden an verschiedenen Stellen in den Sea of Thieves Steintafeln entdeckt. Die Silver Blade segelt wieder. Eine neue Piratencrew, angeführt von Captain Dimitri, erreicht die Sea of Thieves. Kurz nach ihrer Ankunft finden sie ein verlassenes Schiff, die Silver Blade. In der Annahme, dass es vom Meervolk erbaut und dann verlassen wurde, nahmen sie es an sich. Auf der Suche nach dem Reichtum folgt Dimitri einer Karte, die ihm gegeben wurde und zu einem uralten Gewölbe führt. Sie machen sich schnell an die Arbeit und entdecken eine Truhe, die ständig weint, und einen Haufen Knochen. Beim Verlassen des Gewölbes werden sie von mehreren Skelettschiffen angegriffen, als sie versuchen, zu einem Außenposten zurückzukehren. Schließlich können sie abschütteln, sind aber weit von einer bekannten Insel entfernt. Die Truhe weint weiter und lässt Wasser in ihr Schiff sickern, ohne dass es ein Anzeichen dafür gibt, dass es aufhört. Ehe sie sich versehen, sind sie von etwas umzingelt, das sie ursprünglich für Myrrh hielten, sich später aber als Sirenen entpuppten. Captain Dimitri und die Silver Blade wurden in die Tiefen des versunkenen Königreichs hinabgezogen und fanden dort ihr Ende. Das Erwachen der Ford of Fortunes. Eine seltene, grausam vernarbte Schädelwolke erhebt sich über den Sea of Thieves. Ihre roten Augen und das begleitende Geräusch, das über die Meere hallt, signalisieren das Erwachen eines Ford of Fortunes. Der sagenumwobene Schatz, der im Gewölbe dieser neuen Festung eingeschlossen ist, wird von mächtigen Gegnern bewacht, darunter Skelettkapitäne, Skelettlords und Ashenlords.
Jack Sparrow segelt zur Sea of Thieves. Mit der Macht des größten Piratenschatzes öffnet Captain Jack Sparrow ein Portal zu den Sea of Thieves, dicht gefolgt von Davy Jones. Dort angekommen wird Jack Sparrows Schiff, die Black Pearl, versenkt und Jack landet als Gefangener im Laderaum der Fähre der Verdammten, zusammen mit dem größten Piratenschatz, dem goldenen Schlüssel. Die Gründung der dunklen Brüder. Nach seiner Ankunft in den Sea of Thieves stellte Davy Jones fest, dass er keine Kontrolle über das Leben der Piraten hier hat. Um das zu ändern, suchte er nach Verbündeten, die seine Sache unterstützen würden, und fand Wanda, den Goldsammler, den Captain und Duke, um die dunkle Bruderschaft zu gründen. Wanda, die hinter der maskierten Fremden steckte, fühlte sich von Flameheart hintergangen, da sie erwartete, an seiner Seite zu regieren, und Duke wurde vom Gesang der Sirenenkönigin verzaubert, die sich ebenfalls den dunklen Brüdern anschloss. Gemeinsam planten sie, unter der Führung des Captain die Piraterie auszulöschen. Die Ankunft des verfluchten Kapitäns an Sailor's Grave. Die Golden Hair flüchtete mit einem Laderaum voller Schätze und geriet in einen merkwürdigen Sturm, der sich als Tunnel der Verdammten herausstellte. Der verfluchte Captain und seine Mannschaft landeten in Sailor's Grave in den Sea of the Damned. In einem verzweifelten Versuch, die Fähre der Verdammten davon abzuhalten, jemals zu Sailor's Grave zurückzukommen, löscht der verfluchte Captain das Licht des Leuchtturms aus und besiegt den Leuchtturmwärter. Als Vergeltung wird seine Mannschaft unruhig, weil sie in den Sea of the Damned gefangen sind, meutern, nehmen den Schädel des Captains und sperren ihn in einen Käfig. Ein Teil der Mannschaft nimmt den Schatz an sich und versteckt ihn in der Grotte des toten Mannes, während ein anderer Teil in der Stadt von Sailor's Grave zurückbleibt. Eine Schiffsbrüchige schlägt ihr Lager auf. Auf allen Außenposten erscheint ein neues Gebäude, in dem sich eine Schiffsbrüchige niederlässt. Die Schiffsbrüchige bittet die Piraten, jemanden zu suchen, der sich in den Sea of the Damned verirrt hat. Damit beginnt eine Reihe von Ereignissen, die den Lauf der Sea of Thieves für immer verändern. Sirenen und Krabbenkrabbler greifen an. Im Rahmen von Davy Jones' Plan und seiner Allianz mit der Sirenenkönigin beginnen die Sirenen, Piraten anzugreifen, die sich zu lange in offenen Gewässern befinden. Über den Wellen jedoch greifen die persönlichen Konstrukte der Sirenenkönigin, die Krabbenkrabbler, die Piraten mit ihrem starken Gift, ihren elektrisierenden Aalpeitschen und ihren zermalmenden Klauen an. Die Erlösung des verfluchten Captains. Die Piraten wurden von der Schiffsbrüchigen durch ein Tor in die Sea of the Damned geschickt, um eine bestimmte Person zu finden, und landeten in Dead Man's Grotto und dann in Sailor's Grave. Hier trafen sie auf den verfluchten Captain und halfen ihm, seine Mannschaft wieder in Ort zu bringen. Im Gegenzug half er den Piraten, sich an Bord der Fähre der Verdammten zu schleichen. Die Befreiung von Captain Jack Sparrow. Die Piraten schlichen sich an Bord der Fähre der Verdammten und legten eine fremde Flamme des Schicksals in den Brunnen des Schicksals, wodurch er implodierte und eine Öffnung zu den unteren Decks der Fähre schafft. Hier treffen sie auf Captain Jack Sparrow und befreiten ihn aus dem Laderaum. Kurz darauf griff die Flying Dutchman an. Inmitten des Kampfes verliert Jack den größten Piratenschatz an einen Krabbenkrabbler und fällt dann über Bord in die Sea of the Damned. Suche nach der verlorenen Pearl. Die Schiffsbrüchige schickte Piraten zur gesunkenen Black Pearl, um einen Gegenstand zu bergen, der ihnen helfen wird, den Aufenthaltsort von Captain Jack Sparrow zu finden. Die Piraten fanden das Schiff angekettet auf dem Meeresgrund und bargen Jacks Kompass aus der Kapitänskajüte des Wracks. Eine Begegnung mit der Sirenenkönigin. Die Suche nach der versunkenen Black Pearl führte die Piraten in das versunkene Königreich, ein Reich unter den Wellen, das den Sirenen gehört. Hier werden die Piraten von einer geheimnisvollen Stimme durch die Sirenenspitze und in die Sirenenzitadelle gelockt, was schließlich zu einer Konfrontation mit der Sirenenkönigin führte. Nachdem die Sirenenkönigin besiegt wurde, verließen die Piraten die Zitadelle, wobei sie Gibbs, Anna Maria und Serum auf ihrem Weg nach draußen von verfluchten Meerjungfrauenstatuen befreien. Reise durch Jacks Erinnerungen. Die Schiffsbrüchige öffnet einen weiteren Tunnel der Verdammten und schickte die Piraten auf die Suche nach Jack in die Sea of the Damned. Jacks Kompass führte die Piraten auf eine Reise durch Erinnerungen und Geschichten aus seinem Leben. Nachdem Jack gerettet wurde und in der Taverne der Verdammten angekommen ist, überzeugt eine mitreißende Rede von Sir Arthur Pendragon Jack davon, in das Land der Lebenden zurückzukehren und das Problem zu lösen, das er verursacht hat. Das Ritual der dunklen Brüder.
Mit Jack Sparrow im Schlepptau führte die Schiffsbrüchige die Piraten zur Korallenfestung, der Bastion von Davy Jones, um den größten Piratenschatz zurückzuholen. Während die Piraten und Jack sich ihren Weg durch die Korallenfestung bahnten, versammelten sich die dunklen Brüder im Herzen der Festung, wo sie ihre Pläne für ein Ritual besprachen, um die Sea of Thieves mit dem Sea of the Damned zu verschmelzen. Sein Plan war es, den Platz des Fährmannes einzunehmen, um dann nur die Piraten zu retten, die ihm die Treue schwuren. Gegen Davy Jones. Um das Leben der Piraten zu retten, musste der Kampf zu Davy Jones und den dunklen Brüdern gebracht werden. Die Schiffsbrüchige, die sich als Calypso herausstellte, kletterte die Korallenspitze hinauf und zerstörte mit Hilfe der Piraten das Herz von Davy Jones, wodurch dieser erheblich geschwächt wurde. Es kam zu einer letzten Konfrontation zwischen der Flying Dutchman und den Captains der Verdammten. Nachdem Davy Jones besiegt und seine Pläne aufgegeben worden waren, sperrte ihn der Fährmann in den Frachtraum der Fähre der Verdammten ein. Jack Sparrows neue Horizonte. Der Fährmann erschien an Bord der restaurierten Black Pearl, um Jack Sparrow den größten Piratenschatz zurückzugeben und beglückwünschte die Gruppe von Piraten dazu, dass sie die Sea of Thieves vor einer Katastrophe bewahrt hatten. Wild Rose und George kehrten nun in die Sea of Thieves zurück, Ellie Slade jedoch lehnte ab. Wild Rose und George entschieden sich dafür, bei Jack Sparrow als Teil seiner Crew zu bleiben. Jack nutzte die Macht des größten Piratenschatzes, um ein neues Portal zu einem neuen Horizont zu öffnen, durch das er und die Black Pearl segelten. Juwelen der Tiefe. Um die Wogen zu glätten, hat Larinna Piraten angeheuert, um die neuen Bedrohungen aus den dunkelsten Tiefen des Ozeans zu jagen. Kurz darauf ist in The Sea of Thieves eine geheimnisvolle Melodie zu hören. Die Vertreter der Fraktion sind davon überzeugt, dass dieses Phänomen auf die Wiederbeschaffung von Meerjungfrauen und Sirenenjuwelen zurückzuführen ist und fordern die Piraten auf, sich um die Abgabe weiterer Edelsteine zu bemühen. Nach und nach gelingt es ihnen, den Ort dieser seltsamen Klänge an verschiedenen Stellen des Meeres zu lokalisieren und zu bestimmen. Erkundung des versunkenen Königreichs. Mysteriöse, versunkene Strukturen begannen in den Sea of Thieves zu erwachen. Diese neu entdeckten Heiligtümer wurden von den Sirenen selbst erschaffen und mit einer bösen Absicht gebaut. Unerschrockene Abenteurer, die auf der Suche nach den Geheimnissen des versunkenen Königreichs waren, haben ihre Entdeckungen in Tagebücher geschrieben und sie über die Sirenenschreine verstreut. Larinna hat Piraten angeheuert, um diese Tagebücher wiederzufinden und die Legende des versunkenen Königreichs aufzudecken. Wut der Verdammten. Im vierten Jahr des Festivals der Verdammten, der Veranstaltung zur Feier des Fährmanns, ermutigte der Piratenlord selbst die Crews zum gemeinsamen Kampf, um untote Bedrohungen zu vernichten, wo immer sie lauerten. Ramsay stellte den Schiffsratten Belohnungen für die Piraten zur Verfügung, die er an diesen Aktionen teilnahm, aber seine Motive bleiben ein Rätsel. Der erste Orb. Eine verzauberte Laterne wurde gefunden und an Ancient Spire aufbewahrt. Diese Laterne wird der Orb genannt und ist in der Lage, Prophezeiungen zu bilden. Hier nun die Prophezeiung des Orbs für das Jahr 2022. Ein König des Feuers. Die Flamme brennt jetzt heller hier in der Dunkelheit. Es wird keinen Ruhm für die dunklen Brüder geben. Dein grimmiges Feuer wird ihre Knochen zerschmettern. Kein Herr des Meeres, sondern ein König des Feuers. Einst auf dem Meer gefangen, doch nun ruft dich die wahre Freiheit zurück, die sich wie ein tödlicher Schleier über die Wellen legt. Der goldene Sand wird verhüllt, und alle werden auf ewig als Seelen des Meeres angekettet sein. Ihre Schwester wird an deinen Willen gebunden sein. Sie aus der Tiefe kann es nicht mehr aufhalten. Möge unsere Flamme ewig brennen, Vater. Flameheart Junior. Erinnerungen können mächtig sein. Sie kommen näher.
dürfen uns nicht erreichen. Erinnerungen können nutzbar gemacht und konzentriert werden, dem eigenen Willen unterworfen werden. Erinnerungen können mächtige Verbündete und verfluchte Waffen sein. Euer König ist tot in der jenseitigen Welt. Lang lebe der König. Er schenkt euch die Freiheit ohne Ketten, ewiges Leben und unermessliche Reichtümer. Bringt eure Festungen aus Stein und verbeugt euch vor der Klinge des Feuers. Flameheart Junior. Die Reliquie der Alten. Endlich gefunden. Die Reliquie der Alten, die in einem Bauch aus Gold zwischen den Welten unterwegs ist. Der Jäger ist gebrochen und sein Schiff ist nicht mehr. Es gehört uns, Vater. Endlich werden wir das Siegel brechen und die Schnittertruhe wird sich öffnen. Die Seelenflammen werden noch einmal brennen und den Schleier dazwischen schwächen. Die Gezeiten werden sich wenden, wenn die Reliquie unser ist. Erinnerungen in Knochen, Wille zu Eisen, Seelen in Leben. Du wirst dich zu einem neuen Piratenleben erheben, als unser König für eine neue Dämmerung. Flameheart Junior. Piraten für alle Ewigkeit. Piraten für alle Ewigkeit. Der Fluch ist ein Geschenk. Sie werden hinabsteigen, um ihn einzufordern und sich dann zu einem Meer aus Knochen erheben. Dein Geschenk wird alle Diebe zur wahren Piraterie vereinen. Sie werden trinken, sie werden sterben und sie werden wieder leben, um dem Feuer zu dienen. Flameheart Junior. Ein mysteriöser Nebel zieht auf. Crescent Isle, Devil's Ridge, Golden Sands, Marauder's Arch und Shipwreck Bay wurden von einem ominösen Nebel der Verdammten verhüllt. Der Außenposten Golden Sands wurde am stärksten von einem organisierten Angriff der Reaper getroffen, der die Insel in Schutt und Asche legte und ihre Bewohner entführte. Die leitende Händlerin Molly gab bekannt, dass die Handelsaktivitäten für den Außenposten Golden Sands bis auf Weiteres eingestellt wurden. In der Zwischenzeit riet Larinna den Piraten, bei diesen mysteriösen Phänomenen wachsam zu bleiben. Etwa zur gleichen Zeit verschwanden Flameheart und die von ihm befehligten Spektralschiffe aus den Sea of Thieves. Der Piratenlord begab sich in die Taverne der Verdammten, um alle zu versammeln, die er finden konnte, um Flameheart zu vernichten und die Sea of Thieves zu retten. Belle trat aus dem Schatten, um zu sagen, dass sie sich um diese Situation kümmern würde. Shrouded Islands. Nachdem Golden Sands in Trümmern lag und die Bewohner vermisst wurden, forderte Larinna Piraten auf, die Insel nach Hinweisen zu untersuchen, was passiert sein könnte. Nachdem sie den Außenposten untersucht hatten, entdeckten sie in der Taverne einen geheimnisvollen Kompass. Dieser magische Gegenstand führte die Piraten zu seiner Besitzerin, der rätselhaften Belle. Sie erzählte den Piraten, dass die Phantome, denen sie folgte, alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um die Geheimnisse ihres Meisters zu bewahren. Mit der Flamme der Seelen forderte Belle die Piraten auf, diese Geheimnisse zu lüften und zurückzukehren, sobald sie mehr wissen.
Der Transport der Flamme der Seelen in die Wilds führte die Piraten zu Shipwreck Bay, das ebenfalls vom Nebel der Verdammten verhüllt war. Hier hielten sich gespenstische Schiffe der Reaper auf. Die Erkundung der Insel mit der Flamme der Seelen und das Anzünden von Leuchtfeuern brachten Erinnerungen an Reaper zum Vorschein, die Kisten mit wundersamen Geheimnissen trugen und Reliquien und Runentafel vergruben. Alles unter der Führung des Dieners der Flamme. In einer Erinnerung sah man den Diener der Flamme, wie er Flameheart, den er als Vater bezeichnete, seine Treue schwor. Als die Piraten die Leuchtfeuer anzündeten, lösten sie versehentlich ein furchterregendes Ritual aus, um einen Seelenflammen-Captain herbeizurufen, den sie anschließend besiegten, woraufhin dieser eine Karte zu einem vergrabenen Relikt fallen ließ. Die Piraten brachten dann ein Verhexungsschädel und alle Runentafeln, die sie während ihrer Abenteuer gefunden hatten, zu Bell. Als Bell die Artefakte von den verhüllten Inseln studierte, erfuhr sie die Wahrheit. Die Zerstörung der Seelenflammen-Captains hat die Mauer, die die Welt der Lebenden von den Sea of the Damned trennt, weiter geschwächt, und wir Piraten haben Flameheart versehentlich in die Hände gespielt. Jetzt plant Flameheart, etwas über die Kluft zu bringen, das seinen Einfluss auf die Sea of Thieves vergrößern wird. Visionen von Meeresforts. Nach den Ereignissen von Shrouded Islands hat die spektrale Aktivität in den Sea of Thieves zugenommen, was dazu führte, dass 6 geisterhafte Bilder von Seefestungen an bestimmten Orten auftauchten. Die Schließung der Arena. Von der Glorious Sea Dog Tavern aus sah DeMarcus Sain den Aufstieg der Reaper und wurde Zeuge der Rückkehr von Captain Flameheart. Der Angriff auf den Außenposten von Golden Sands erinnerte ihn daran, dass nichts auf diesen wilden Gewässern eine Sicherheit ist. Da er seine Motive vor seiner Schwester Lacidae Sain geheim hielt, löste DeMarco die Sea Dogs auf und schloss die Arena, eine schwerwiegende Entscheidung, die der Sohn des Piratenlords auf seine eigene Schulter nehmen musste. Seine Einstellung zum Leben änderte sich nach einem mysteriösen Besuch seines Vaters. Lacidae versteht und schätzt die abrupte Entscheidung ihres Bruders nicht, ohne sie zu fragen, und will ihre eigene Zukunft finden, weg von DeMarco. Einige der inzwischen aufgelösten Sea Dogs haben sich bereits zu neuen Abenteuern aufgemacht, darunter auch Amarantha. DeMarco trifft sich mit Scarlett. Am dritten Tag schickte DeMarco diskret Nachrichten an Leute, die ihm helfen konnten, seine Abreise aus den Sea of Thieves heimlich vorzubereiten. Sein Schiff, die Midnight Prowler, war zu bekannt und er musste mit einer neuen Galeone segeln, um unbemerkt zu bleiben. Am vierten Tag, abends, fuhr DeMarco mit einem Ruderboot zum Marauder's Arch und setzte sich dann mit Scarlett, der Schiffsbauerin vom Außenposten Galleon's Grave, hoch oben auf dem Skelettthron an der Spitze der Insel. DeMarco wies nach Westen, während Scarlett ihn mit einem Kompass in der Hand, der nach Norden zeigte, ansah. DeMarco trifft sich mit Ted. Am fünften Tag, zur Nachtzeit, ging DeMarco auf einen Drink in die Unicorn, die Taverne von Ancient Spire. DeMarco war sehr aufgeregt und schaute ständig auf seine Taschenuhr, um sein nächstes Treffen abzuwarten. Um den Devil's Shroud zu durchqueren, brauchte DeMarco Vorräte. Er verließ Ancient Spire, um Ted, den Ladenbesitzer von Morrow's Peak, auf The Devil's First um Mitternacht beim nördlichsten Lagerplatz zu treffen, der zu Tag 6 führt. Ted war nicht glücklich über diese Begegnung auf dieser gefährlichen Insel, aber er brachte DeMarco, der ständig die Zeit auf seiner Taschenuhr kontrollierte, trotzdem die gewünschten Vorräte. Am siebten Tag begab sich DeMarco an einen unbekannten Ort, um sein Zeichen zu hinterlassen, damit sich die Sea of Thieves an ihn erinnern konnte. DeMarco trifft sich mit Colin. An Tag 9 zur Mittagszeit in Crook's Hollow traf Trevor, ein Ladenbesitzer in der Glorious Sea Dog Taverne, auf DeMarco und Colin beim Wasserfall-Campingplatz. Letztere waren in ein Würfelspiel verwickelt, wahrscheinlich ein Glücksspiel, bei dem DeMarco der Sieger zu sein schien. Einzelheiten sind noch nicht vollständig bekannt, aber am 9. Tag beglich DeMarco seine Schulden bei Colin, die er angeblich bei Wanderer's Refuge erhalten hatte, sodass er die Sea of Thieves mit gutem Gewissen verlassen konnte. DeMarco trifft sich mit Tracy. Am 10. Tag traf DeMarco Vorkehrungen, um die Logbücher seines Schiffes abholen zu lassen, da sie die einzigen Aufzeichnungen über seinen Tod sind, falls er es nicht schafft, den Devil's Shroud zu durchqueren. Am 11. Tag traf sich DeMarco am Nachmittag auf der Holzbrücke über Smuggler's Bay mit Tracy. Er bat sie, eine Mannschaft aus lauter Fremden zusammenzustellen, die ihm auf seiner Reise helfen sollte. Tracy hielt ein Pergament mit dem Bild einer sprechenden Trompete und den römischen Ziffern LI für 51 und VII für 7 in der Hand. Am 19. Tag traf sich DeMarco mit seiner Mannschaft, aber der genaue Ort ist unbekannt.
DeMarco trifft sich mit Umbra. Am 13. Tag bei Sonnenaufgang auf Discovery Ridge trifft sich DeMarco mit Umbra bei der südlichen Felszeichnung einer Sonne. Umbra hielt ein Pergament mit musikalischen Notationen in der Hand. DeMarco bat sie, ihm einen Weg durch den Devil Shroud zu finden. Am 15. Tag lieferte Umbra DeMarco den gewünschten Weg. DeMarco verschlüsselt das Logbuch seines Schiffes. Am 16. Tag bemerkte DeMarco, dass ein Schiff ihn verfolgte und jagte. Am 17. Tag holte der Verfolger DeMarcos Schiff ein. Am 18. Tag wurde DeMarcos Besatzung sehr unruhig und die Besatzungsmitglieder tauschten sich flüsternd aus. Am 20. Tag versteckte und verschloss DeMarco eine Chiffre in einer Truhe der Glorious Sea Dog mit einer Taschenuhr, die den 18. um 11 Uhr anzeigte. DeMarco übergab Burn und Tony die Truhe und beauftragte ihn, sie nur einem Piraten mit einer monströsen Visage und einer Feder im Hut zu übergeben. DeMarco wies auch darauf hin, dass sein Kontaktmann einen silbernen Haken tragen und sein Herz auf der Zunge tragen würde, aber nicht auf dem Ärmel. Der heftige Streit zwischen Lissetti und DeMarco. Am 29. Tag kodierte DeMarco die Karte mit seiner geplanten Route. Als er Ruby's Fall verlassen wollte, wo er Burn und Tony traf, tauchte Lissetti auf. Es folgte ein heftiger Streit zwischen den Zwillingen, bei dem Lissetti anscheinend versuchte, ihren Bruder am Start seiner Expedition zu hindern. DeMarco verließ Lissetti, die versprach, alles zu tun, um ihn aufzuhalten, koste es, was es wolle. DeMarco war so erpicht darauf, Lissetti zu entkommen, dass er vergaß, sein Geheimnis zu verstecken, mit dem er das Vorhaben durchziehen konnte. Burn und Tony verbrannte die Seite mit dem Geheimnis und warf sie ins Meer, um sie über die Sea of Thieves zu verstreuen. Schließlich vergrub er DeMarcos Schiffslogbuch, damit er nicht in Versuchung geriet, es ebenfalls zu verbrennen. Wer hat DeMarco getötet? Ein Skelett, das Kleidungsstücke von DeMarcos Sein trug, wurde auf Sea Dogs Rest entdeckt. Die an einen Baum gelehnten Überreste stellten sich als von DeMarco heraus. Neben der Leiche befand sich eine mysteriöse Spieluhr. Die Piraten begannen daraufhin, die Gegend zu untersuchen, um herauszufinden, was passiert war. Lissetti trauert um ihren Bruder. Lissetti, die Zwillingsschwester von DeMarco, kam mit einer Kiste voller Rumflaschen auf die Insel, um ihre Sorgen zu ertränken. Sie bat die neugierigen Piraten, sie in Ruhe zu lassen und sagte ihnen, dass sie so ein Trottel sei. Eine Spieluhr neben der Leiche spielte das Seemannslied Seek the Dead und neben den Überresten waren Fußspuren zu sehen. Diese führten zu einer Notiz, die auf einem Felsen hinterlassen worden war. Von der roten Muschel in die Tiefe des Wassers, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Bei der Untersuchung entdeckten die Piraten die in der Notiz erwähnte Muschel am Ufer der Insel. Nicht weit davon entfernt fanden die Piraten eine Truhe mit dem Symbol der Magpie's Glory, die sie in den Tiefen des Meeres zurückgelassen hatten. Darin befand sich ein mysteriöser Gegenstand, die gefallene Sea Dog Lantern, die Hinweise zu geben schien. Entdeckung von Notizen aus einer geheimnisvollen Diskussion. Nach dem Vorbild des Seemannslieds Seek the Dead entdeckten die Piraten in Sea of Thieves über die Gräber verstreute Notizen. Dann begann die Spieluhr Row, Row, Row Your Boat zu spielen und weitere Notizen tauchten auf Ruderbootwracks rund um die Inseln auf. Schließlich spielte die Spieluhr Ballad of the Myrrh und die Piraten fanden weitere Notizen in den Sirenenschreien und Schatzkammern. Diese Notizen schienen von einer geheimnisvollen Diskussion zwischen zwei Personen zu handeln, die angeblich den Streit zwischen Lissetti und DeMarco wiedergab. Abgefangene Nachricht des Seelenordens. Der Seelenorden hat Nachrichtenfragmente abgefangen, die einen Streit zwischen DeMarco, Lissetti und einem anderen mit einem Namen, der mit T beginnt, beinhalten. Nachdem die Piraten diese Nachricht entdeckt hatten, verhörten sie Laden- und Tavernenbesitzer, deren Namen mit dem Buchstaben T beginnen. Diese Gespräche enthüllten allerlei Klatsch und Tratsch über die Einwohner der Sea of Thieves. Indem sie den Aufenthaltsort bestimmter Personen verfolgten und ihre Sea Dog Laternen benutzten, enthüllten die Piraten Visionen von DeMarcos vergangenen Treffen mit Scarlett, Ted, Colin, Tracy und Umbra. Eine zwielichtige Gestalt birgt eine Truhe. Eine zwielichtige Gestalt brachte eine Sea Dog Truhe an einen Strand. Kurz darauf erhielten die Piraten Teile einer Chiffre. Mit Hilfe der Chiffre konnten die Piraten Geheimnisse entschlüsseln, die sie zu 5 mysteriösen Gestalten führten. Suki, der Schiffszimmermann, Commodore Hockaday, Winston Phoebus, Smiley, der Pirat und Lampwick Larry. Sie alle besaßen einen Teil des Schlüssels zum Öffnen der Truhe sowie Codes, die, wenn sie entschlüsselt wurden, die Phrase Let's Share Tales of Glory enthüllten. Mithilfe der Chiffre konnten die Piraten schließlich die Nachricht Glory Awaits entziffern. Wiederfindung von DeMarcos Schiffslogbuch.
Gekleidet, wie von DeMarco gewünscht, trafen sich die Piraten mit Burn und Tony auf Ruby's Fall, der sich als der mysteriöse T entpuppte. Wie angewiesen, grub Tony DeMarcos Schiffslogbuch aus und gab es den Piraten zurück, wobei er sich für das Geheimnis entschuldigte, das inzwischen über das Meer verstreut war. Die Piraten begannen, die Sea of Thieves zu erkunden, um alle verbrannten Fragmente von DeMarcos geplantem Raubzug zu bergen. Als sie die in der Sea-Dog-Truhe versteckte Buchstabentafel entdeckten, begannen sie, die Wörter zu entschlüsseln, um das Logbuch wiederherzustellen. Entdeckung des Wracks der Howling Wolf. Nachdem man den verbrannten Fragmenten von DeMarcos geplanter Route gefolgt war, fand man das Wrack seines gekenterten Schiffs tief unter Wasser bei den Koordinaten J7. Die Fallen Sea Dog Lantern enthüllte Logbücher von Besatzungsmitgliedern der Howling Wolf, in denen eine Meuterei beschrieben wird. Ramsay wegen Mordes angeklagt. Als die Piraten die Tagebücher der Besatzung der Howling Wolf lasen, entdeckten sie in Thieves Haven mit Hilfe der Sea Dog Lantern eine Vision, die zeigte, dass Ramsay die Meuterer bestochen hatte. Die Laterne deckt Ramsays Rolle bei der Meuterei auf. Mit Hilfe der Sea Dog Lantern entdecken die Piraten belastende Beweise in Ramsays Kajüte auf Athenas Fortune. Das Wort »schuldig« war an die Wände geschrieben und eine versteckte Notiz stellte ihn als den Verschwörer dar, der die Meuterer beseitigte. Aufdeckung des Schicksals der Meuterer. Das Schicksal der Meuterer wurde dank der Hilfe des Seelenorns durch Erinnerungsblitze von ihrem Ableben aufgedeckt. Dies führte dazu, dass die Piraten durch die Laterne Beweise für ihre Existenz fanden und Sally, Marshall und Harry Handels aufspürten. Bei der Untersuchung des Dritten wurde eine zerbrochene Spieluhr an dem Ort gefunden, an dem sie sich befinden sollten. Eine Täuschung im Glühen der Laterne. Lacedi zerstörte die Spieluhr, um mit den Piraten Kontakt aufzunehmen und sie vor der Täuschung durch die Sea Dog Lantern zu warnen. Sie erklärte, dass alles, was die Piraten von der Laterne gesehen und erfahren hatten, einschließlich der Meuterei, eine Fälschung war, dass die Laterne nur das zeigte, was sie zeigen wollte und dass man ihr nicht trauen konnte. Lacedis Silbermünzen. Auf ihrer Suche nach Hinweisen entdeckten die Piraten Lacedis Fernrohr mit einem zerbrochenen Linsenmuster auf einem Skelett in einem Käfig bei Crooked Masts. Damit konnten sie Münzen finden, die an den Stellen, an denen die Sea Dog Lantern Visionen von DeMarco zeigte, zu Buchstaben angeordnet waren, die Prisoner schrieben. Außerdem fanden sie zwei einzelne Münzen mit Pfeilen im Bereich des Krämerladens der Sea Dog Tavern, die nach Nordwesten und Südosten zeigten. Zusammensetzen geheimnisvoller Karten. Die Piraten erhielten Kartenfragmente, die zusammengesetzt fünf Karten ergaben: Wanderer's Refuge, Old Faithful Isle, Kraken's Fall, Smuggler's Bay und Ashen Reaches. Auf diesen Karten waren schwache Chiffren sowie Kritzeleien von Orientierungspunkten eingezeichnet. Entriegelung des Korallenschreins, die geheimnisvolle Tür der Gruft. Nachdem sie die Karten entziffert hatten, mussten die Piraten an bestimmten Stellen das Seemannslied Ballad of the Myrrh spielen, das alle fünf Sirenenmotive enthüllte und es ihnen ermöglichte, eine Geheimtür im Schrein des Korallengrabs zu öffnen. Der Kampf der Sirenenkönigin gegen den Piratenlord. Die Piraten konnten Lacedi Sign aus dem Korallengrab befreien, wo sie in einer verfluchten Meerjungfrauenstatue gefangen war. Die Sirenenkönigin erklärte ihren Racheplan gegen den Piratenlord, indem sie seinen Sohn DeMarco tötete und die Piraten des Sea of Thieves gegen ihn aufbrachte. Lacedi verdächtigte sie und stellte Nachforschungen an, die zu ihrer eigenen Gefangennahme führten. Die Gründe für DeMarcos Ableben. Nachdem die Sirenenkönigin erledigt war, enthüllte Ramsay, warum DeMarco ins Visier genommen wurde. Er wollte, dass DeMarco als Gesandter zwischen den Piraten und den Sirenen agiert, aber DeMarco war damit nicht einverstanden. Er löste die Sea Dogs auf und versuchte, die Sea of Thieves heimlich zu verlassen. Leider erfuhr die Sirenenkönigin von seinen Plänen und nutzte die Gelegenheit, um gegen den Piratenlord vorzugehen, was DeMarcos Tod zur Folge hatte. Obwohl sein Mörder enttarnt wurde, bleibt DeMarcos Seele irgendwo gebunden und Lacedi verspricht, ihn zu finden. Der Diener und der Waffenschmied. Es stellte sich heraus, dass die Bewohner des Außenpostens von Golden Sands in den Meeresforts festgehalten werden. Der Diener der Flamme interessierte sich besonders für das Verhör von Wanda, da Flameheart sie als Ersatz für Wanda wollte.
Andernorts schmiedete Wanda zusammen mit einem neuen Komplizen ein Komplott. Forts of the Forgotten. Der Nebel der Verdammten um die verhüllten Inseln lichtete sich. Nur über Golden Sands blieb er noch bestehen. Belle entdeckte, dass die vermissten Bewohner von Golden Sands von den Flameheart-Phantomen in den kürzlich erschienenen Meeresforts gefangen gehalten wurden. Belle forderte die Piraten auf, die Meeresfort zu erobern und die Gefangenen zu befreien, bevor ihr Leben in noch größere Gefahr gerät. Durch den Sieg über die Phantom-Kerkermeister konnten die Piraten das dunkle Ritual verhindern, das die Seelen der Bewohner von Golden Sands gebunden hätte. Neben den Gefangenen in ihren Zellen wurden Verzauberungsgefäße gefunden, die Belle zurückgegeben wurden, damit sie besser verstehen konnte, was in den Meeresforts vor sich ging. Belle erkannte, dass Flameheart auf der Suche nach dem Schleier der Alten war, um zurück in die Sea of Thieves zu gelangen. Soweit sie sich erinnert, befand sich dieses Artefakt im Magen des Shrouded Ghost. Belle muss mit Merrick sprechen, damit sie es vor Flameheart in die Hände bekommt. Der Jäger kehrt zurück. Merricks Schiff, die Killer Whale, wurde ihm von Belle zurückgegeben, um ihn für ihre Suche nach dem Shrouded Ghost zu rekrutieren, in dem sich ihrer Meinung nach das legendäre Artefakt der Schleier der Alten befindet. The Shrouded Deep. Nachdem Belle und Merrick versucht hatten, den Shrouded Ghost selbst zu erlegen, strandeten sie auf dem Wrack der kürzlich wiederbelebten Killer Whale. Belle bat die Piraten, ihnen bei ihrem Ritual zur Beschwörung des Shrouded Ghosts zu helfen und schickte sie aus, um 4 verschiedene Megalodon-Arten zu jagen. Den Hungernden, die Schopfkönigin, den Shadowmaw und den Ancient Terror, um ihre Seelen in einem Relikt einzufangen und zurückzukehren. Nachdem alle 4 Relikte auf dem Ritualtisch platziert waren und mindestens 5 Piraten Merricks Seemannslied Summon the Megalodon gespielt hatten, wurde der Shrouded Ghost beschworen und anschließend besiegt. Allerdings mit der Einmischung von Flameheart Streitkräften und der Ankunft von Sir Arthur Pendragon als Verstärkung. Pendragon versuchte, sein Seelenschwert auf den Schleier der Alten einzusetzen, aber er und Belle stellten schnell fest, dass die wichtigen Schleiersteine fehlten. Pendragon nutzte diese Gelegenheit, um den Schleier der Alten an sich zu nehmen und ihm dem Piratenlord zur sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Die Suche nach den Schleiersteinen. Der Piratenlord bat seine Piratenlegenden, sich auf die Suche nach den Steinen für den Schleier der Alten zu begeben. 3 Schleiersteine waren nötig, um die Maske wieder zu vervollständigen, wobei der Diener der Flamme Hinweise auf ihren Standort in Schriften versteckt hatte. Satz und Belle halfen bei dieser Suche und unterstützten sie mit ihrem Fachwissen. Der letzte Schleierstein wurde von Phantomgarnisonen gefunden, die von Flameheart Streitkräften herbeigerufen wurden, in der Hoffnung, den Schleierstein in ihren Festungen zu behalten. Die Schleiersteine wurden schließlich mit dem Schleier der Alten vereinigt und seine Macht wiederhergestellt. Der Piratenlord versprach, dieses gefährliche Artefakt in seiner Obhut zu behalten, in der Hoffnung, dass seine Macht niemals für ruchlose Zwecke verwendet werden würde. Lost Sands. Der Kampf um Golden Sands spitzte sich zu, als Merrick zum Außenposten von Golden Sands zurückkehrte, um die Wiederaufbauarbeiten zu leiten. Die Reaper wurden darauf aufmerksam und der Diener der Flamme unternahm Anstrengungen, um Merrick an der Wiederherstellung zu hindern. Merrick entdeckte, dass Golden Sands durch den Einsatz von vergrabenen dunklen Relikten auf dem Außenposten verhüllt war und sammelte die ehemaligen Bewohner der Insel für seine Sache. Charon und Tina machten sich mit Hilfe von Ruderbooten auf die Suche nach Vorräten und strandeten in Smuggler's Bay bzw. Cannon Cove, als sie von Reaper-Phantom angegriffen wurden. New Golden Sands Outpost. Merricks Bemühungen waren erfolgreich im Kampf gegen den Nebel und die Reaper. Mit den von den Piraten gespendeten Vorräten und den ausgegrabenen dunklen Relikten begannen der Außenposten und seine Bewohner mit dem Wiederaufbau der Siedlung. Der Außenposten ist zwar gefallen, aber er wird unter dem Namen New Golden Sands wieder aufgebaut. Die Bewohner kehrten zu ihrem alten Leben zurück und die Piraten konnten sich wieder in der Taverne austauschen und die Fraktionen kehrten zum Außenposten zurück. Um zu verhindern, dass so etwas nochmal geschah, wurden Pläne entworfen, Golden Sands zu einer Festung umzubauen. Merrick tappt in eine Falle. Amarantha lockte Merrick aus der Sicherheit von Stephen Spoils mit einer anonymen Nachricht weg, in der sie ihm mitteilte, dass sie dringende Informationen für ihn hätte. Merrick begab sich allein zum Treffpunkt, einer unbekannten Insel in den Wilds, und geriet in einen Hinterhalt von Amarantha. Sie rangen miteinander, aber Amarantha überwältigte ihn und schickte Merrick in die Sea of the Damned. Die Bruderschaft nimmt Merricks Seele gefangen. Merrick wachte plötzlich auf und fand sich in den Sea of the Damned wieder, immer noch geschockt von den Ereignissen, die gerade über ihn hereingebrochen waren und sein vorzeitiges Ableben verursacht hatten. In seiner Benommenheit wurde er von einer freundlichen Seele auf die Fähre der Verdammten und die Wraiths angesprochen,
konnte sich aber nicht mehr aufraffen, bevor er von Wanda und Duke, zwei Mitgliedern der Dunklen Bruderschaft, angegriffen wurde. Die Dunklen Brüder hatten veranlasst, dass Merricks Seele in die Sea of the Damned geschickt wurde, damit sie ihn gefangen nehmen und nach Informationen befragen konnten, die er wusste. Amarantha kontaktiert Wanda. Amarantha folgte Wandas Anweisung, sich in ihrem Versteck zu verstecken, und begab sich zu Wanderers Refuge, wo sie sich im Hinterzimmer der Werkstatt mit einer Kiste wundersamer Geheimnisse versiegelte. Dieser Ort war nun teilweise zerstört, denn die Flaggen mit Flameheart's Insignien waren abgerissen, verschiedene andere Darstellungen verschmiert oder besudelt und die Galionsfigur der Burning Blade war heruntergerissen worden. Durch die Kiste der wundersamen Geheimnisse gab Wanda aus dem Sea of the Damned Amarantha Anweisungen, um ihren Plan zu vollenden. Ein Gegenstand von großer Macht wird erschaffen. Wandas Anweisungen folgend, beschafft Amarantha einen Dreizack der dunklen Gezeiten aus der Schatzkammer des Sunken Shores und den Schädel des Goldsammlers aus der Korallenfestung. Sie entführen eine Mystikerin des Seelenordens, Madame Olga, um das notwendige Ritual durchzuführen und den Stab zu vervollständigen. Bevor sie sie freilässt, übergibt Amarantha Olga einen Zettel, den sie Wanda auf New Golden Sands bringen soll. Wanda nimmt den Zettel von Madame Olga entgegen und macht sich über den Inhalt lustig. Amarantha erklärt in der Notiz, dass sie die Schwester des Kriegsschmieds sein wird, die Wanda nie sein kann. Wanda findet das Ganze lächerlich, zerknüllt den Zettel und wirft ihn aus ihrer Werkstatt. Belle untersucht das Verschwinden von Merrick. Belle bemerkte, dass Merrick nicht mehr an seinem Seeposten ist und beschließt, nach ihm zu suchen. Sie entdeckte die Erinnerung an den Kampf auf der einsamen Insel zwischen dem maskierten Angreifer und Merrick sowie ein zerfleddertes Tagebuch. Sie glaubt, dass das zerfledderte Tagebuch dem Attentäter gehört. Während sie auf der Insel bleibt, um nach weiteren Hinweisen zu suchen, vertraut sie den Piraten das zerfledderte Tagebuch an, damit sie nachforschten und zu ihr zurückkehrten, wenn sie herausfanden, wem das zerfledderte Tagebuch gehörte. Belle konfrontiert den maskierten Angreifer. Indem sie den Hinweisen im zerfledderten Tagebuch folgten und das Licht von Belles Laterne nutzten, um Erinnerungen an Bewegungen aufzudecken, konnten die Piraten einen entscheidenden Hinweis auf die Identität des maskierten Angreifers finden. Aufgrund des Sea-Dog-Abzeichens auf dem Drohbrief folgerte Belle, dass die Glorious Sea-Dog Tavern das letzte Teil des Puzzles enthalten muss und forderte die Piraten auf, sie dort zu treffen. Bei der Ankunft an der Glorious Sea-Dog Taverne wird der maskierte Angreifer auf einem der Stege entdeckt und von Piraten konfrontiert. Sie gab sich als Amarantha zu erkennen und verriet, dass sie einen Dreizack erschaffen hat, der mit der Kraft der Schleiersteine in den Augensockeln des Goldsammlers ausgestattet ist und es dem Benutzer ermöglicht, mühelos zwischen den Welten zu wechseln. Belle erscheint auf der Bildfläche, als Amarantha enthüllt, dass sie Merrick in die Sea of the Damned geschickt hat, damit Wanda und Duke ihn verhören können. Bevor Belle die Chance hat, Amarantha aufzuhalten, nutzt sie die Macht des Stabes, um in die Sea of the Damned zu springen. Amarantha kam zu dem Schluss, dass sie sich immer für die Gewinnerseite entscheiden wird und deutete an, dass die Bruderschaft Belle und Flameheart überlegen sein würden. Die Herrscher kommen in den Sea of Thieves an. Eine Gruppe, die sich Herrscher nennt, macht sich nach monatelangem Bau ihrer Gebäude endlich in den Sea of Thieves bemerkbar. Ihre Zelte sind üppig und gut geschmückt, ausgestattet mit einer Anlegestelle für Ruderboote und zwei Harpunen. Diese hochmütigen, aristokratischen Personen geben sich nur mit Piraten ab, die Kapitäne sind, und bieten ihre Dienste bei der Verteilung der ihnen übergebenen Beute an die richtige Fraktion an. Aus dem Umgang mit ihnen geht hervor, dass sie insbesondere eine Abneigung gegen die Reaper haben. Madame Olivia und Kauffrau Molly waren ihnen gegenüber misstrauisch, beschlossen aber, ihre Dienste vorerst zu erlauben. Merricks Konfrontation mit Amarantha. Merrick befand sich in der Sea Dog Tavern of the Damned in den Sea of the Damned mit gefesselten Händen und stand Amarantha, der maskierten Attentäterin, gegenüber, die versuchte, ihm seine Geheimnisse für die dunklen Brüder zu entlocken. Merrick, der schon früher gegen Monster gekämpft hatte, weigerte sich, etwas preiszugeben. Merricks Rettung aus der Sea Dog Tavern of the Damned. Belle fand heraus, dass Merrick von den dunklen Brüdern in ihrer Festung, der Sea Dog Tavern of the Damned, in den Sea of the Damned gefangen gehalten wurde. Der Piratenlord versammelte daraufhin Piraten, um Merrick zu retten. Sie reisten durch die tückischen Tunnel der Verdammten, geleitet vom Schleier der Alten. In der Sea Dog Tavern of the Damned angekommen, lieferten sich die Piraten einen erbitterten Kampf mit den Schergen der dunklen Bruderschaft und bahnten sich ihren Weg zum Gipfel der Taverne, während sie auf dem Weg dorthin Leuchtfeuer entzündeten. Auf dem Gipfel befreiten sie Merrick erfolgreich aus dem Griff der dunklen Bruderschaft und zwangen diese, sich an einen unbekannten Ort zurückzuziehen, der ihr ruchloser Plan vereitelt wurde. Merricks Flucht in die Sicherheit. Da Merrick befürchtete, dass die dunklen Brüder ihn wegen seiner Geheimnisse ständig verfolgen würden, beschließt er, unterzutauchen, um sich und seine Familie zu schützen. Er hinterlässt seiner Frau Zarek eine Nachricht,
in der er sein Verschwinden erklärt und ihr mitteilt, dass er versteckt und tot bleiben muss, um die Sicherheit seiner Liebsten zu gewährleisten. Um seinen Plan zu verwirklichen, nimmt Merrick die Hilfe des Piratenlords in Anspruch und lässt sich in Athenas Fortune nieder, wo er seine ehemalige Mannschaft wieder trifft. Die Zeit der Auferstehung enthüllt. Bell, die über die Pläne von Flameheart besorgt ist, macht sich auf den Weg, um das Versteck von Stitcher Jim auf Liar's Backbone zu untersuchen. Bei ihren Nachforschungen stieß sie auf Informationen über die Zeit der Auferstehung, einen prophezeiten Moment, in dem jemand als Herold der Flamme wiedergeboren werden würde. In ihrer Eile tauchte Bell mit ihrer Boje ab, um wahre, treue Verbündete zu finden. Die alten Reliquien der Sirenenkönigin. Bell wurde an Plunder Valley gesichtet und kehrte mit dem Auftrag zurück, die Seele eines Antiken zu befreien. Mit Hilfe der Alten, die sie in den Sea of the Damned getroffen hatte, und eines alten Priesters suchte sie nach drei Reliquien, die vor langer Zeit von der Sirenenkönigin gestohlen worden waren. Die drei Reliquien, die Träume der Alten, die Stimme der Alten und die Augen der Alten, wurden aus dem Schrein des Ozeanglücks, dem Schrein des blinden Vertrauens und dem Schrein der antiken Tränen geborgen, um sie dem Hohepriester zurückzugeben. Das Ritual zur Befreiung des großen Kriegers. Nachdem die drei Reliquien geborgen waren, begann das Ritual am höchsten Punkt von Plunder Valley. Die Phantome der Reaper versuchten mit aller Macht, den Erfolg des Rituals zu verhindern, und ein Seelenflammen-Captain mischte sich unter die Kämpfer. Nach einem Kampf zwischen den vereinten Kräften der Antiken und der Piraten verloren die Reaper-Phantome. Das Ritual wurde vollendet und die Seele des großen Kriegers wurde von seinen Überresten befreit und in die Sea of the Damned zurückgebracht. Auf der Suche nach Rache, Stitcher Jims Wut. Nachdem er herausgefunden hatte, dass Warsmith und Flameheart ihn benutzt hatten, fühlte sich Stitcher Jim verraten und machte sich auf den Weg zu einer alten Schatzkammer in den Ashen Reaches, die er aus Sicherheitsgründen vor Warsmith versteckt hatte. Dort verbrachte er einige Zeit damit, sich in den Schatten zu verstecken, Runen in die Wänden zu ritzen und Flameharts Untergang zu planen. Von Wut geblendet beschloss Jim, sich an Flameheart allein zu rächen und begab sich zu Flintlock Peninsula, wo sein Grab lag, um seine Knochen zu Staub zu zermahlen. Der Diener der Flamme überzeugt Stitcher Jim. Der Diener der Flamme fing Stitcher Jim bei seiner Ankunft auf Flintlock Peninsula ab und überzeugte ihn davon, dass Flameheart ihn nicht verraten, sondern für seine Dienste belohnt hatte. Er erklärte, dass eine Prophezeiung Jim auserwählt habe und dass es sein Schicksal sei, seinen rechtmäßigen Platz in der Geschichte einzunehmen. Stitcher Jim sammelt die Überreste von Flameheart. Auf Anweisung des Dieners der Flamme begab sich Stitcher Jim zur geheimen Höhle auf Flintlock Peninsula, wo die Überreste des berüchtigten Captain Flameheart versteckt waren. Mit Hilfe eines Fingers, den er als Halskette aufbewahrt hatte, und der Wiederherstellung des von Sir Arthur Pendragon zertrümmerten Schädels setzte Jim die Überreste von Flameheart wieder zusammen. Dann trank er aus einem Kelch und bereitete sich darauf vor, als Herold der Flamme wiedergeboren zu werden. Der Herold der Flamme. Bell machte sich Sorgen um die Zeit der Auferstehung, als die Vulkane in den Devil's Roar nicht mehr ausbrachen. Sie stellte Nachforschung an und fand heraus, dass Stitcher Jim der Herold der Flamme sein könnte. Um Jim zu finden, nahm sie die Hilfe von Piraten und Sir Arthur Pendragon in Anspruch. Sie erfuhren, dass Jim untergetaucht war, sich aber schließlich mit dem Diener der Flamme traf, der Jims Rolle in der Zeit der Auferstehung enthüllte. Sie entdeckten, dass Jim den Schädel von Flameheart wiederhergestellt und seine Überreste zur Festung Morton Sands gebracht hatte. Er verwandelte sich in einen Ashen Lord, den Herold der Flamme, und begann das Ritual, um Flameharts Geist in seine Überreste zurückzuholen. Das Ritual wurde von den Piraten vereitelt und ermöglichte es, Pendragon Flameharts Schädel ein weiteres Mal zu zerstören. Pendragons kühnes Opfer für die Sea of Thieves. Trotz den früheren Bemühungen, die Wiederauferstehung von Captain Flameheart zu verhindern, gelang es dem Diener der Flamme, einen neuen Weg zu finden, um das Ritual fortzusetzen, das während der Zeit der Auferstehung notwendig ist. Bell und Sir Arthur Pendragon suchten verzweifelt nach einem Weg, die Rückkehr von Flameheart zu verhindern, und zogen sogar in Erwägung, das Ritual selbst durchzuführen, um seinen Geist zu verbannen. Aus Schuldgefühlen wegen Flameharts anfänglicher Rückkehr fasste Pendragon den kühnen und aufopferungsvollen Plan, den Geist von Flameheart in ein Gemälde der Sea of the Damned zu ziehen, wobei er sich selbst und sein Seelenschwert als Kanal benutzte. Das Schicksal der beiden Piraten stand auf dem Spiel, denn nur einer von ihnen würde es zurück in die Sea of Thieves schaffen. Return of the Damned. Als das Fest der Verdammten begann, brach die Zeit der Auferstehung an.
Der Diener der Flamme plante, den Körper und den Geist von Flameheart wieder zu vereinen, indem er die Macht der Meeresforts und der verzauberten Puppen nutzte. Die Piraten wurden aufgefordert, die Meeresfort zu erobern, die Flagge der von ihnen unterstützten Seite zu hissen und verzauberte Puppen mitzubringen, die im Idealfall mit den Seelen der Seelenflammen-Captains verzaubert waren. Diese Puppen sollten an den Diener der Flamme im Reaper's Hideout oder an Bell in Shipwreck Bay geliefert werden. Die Seite mit den meisten Puppen würde das Ritual erfolgreich durchführen. Die Wiedergeburt von Flameheart. Bell und Sir Arthur Pendragon waren nicht in der Lage, das Ritual des Dieners der Flamme zu verhindern, und durch die Zeit der Auferstehung wurde der Geist von Flameheart in seine skelettartigen Überreste zurückgebracht. Als Konsequenz seiner Handlung wurde Pendragon in die Sea of the Damned gezogen. Die Schlacht um die Sea of Thieves. Der Konflikt zwischen Ramsay und den Anhängern von Flameheart eskalierte, als zwei neue Fraktionen auftauchten. Die Wächter des Glücks und die Diener der Flamme. Mit dem Aufkommen der Sanduhr des Schicksals konnten alle Schiffe wählen, ob sie für eine der beiden Fraktionen kämpfen wollten, was zu mehr Scharmützeln zwischen den beiden Seiten führte. Je mehr Piraten entweder den Segen von Athene erhielten oder das Ritual der Flamme durchführten, desto mehr schlossen sich entweder den Wächtern des Glücks oder den Dienern der Flamme an. Plötzliche Ausbrüche von Vegetation in den Wilds. Auf mehreren Inseln in der Region The Wilds traten plötzlich ungewöhnliche Blasen grünen Wachstums und Verjüngung auf. Was diese Blasen verursachte und ob sie mit ihrer Zeit weiterwachsen würden, blieb unbekannt. Der Fluch des Abenteuerbuchs. Tasha, die Tavernwirtin an Ancient Spire, entdeckte ein altes Abenteuerbuch, das ihr der berüchtigte Pirat Brixey als Kind geschenkt hatte. Eines Nachts beschloss sie aus einer Laune heraus, den Anweisungen im Buch zu folgen und kehrte mit einer Schatztruhe zurück. Am nächsten Morgen entdeckte sie, dass ihre Hand zu einem Skelett geworden war, was darauf hindeutete, dass sie irgendwie verflucht worden war. Von diesem Zeitpunkt an versuchte sie, ihre Hand vor allen Besuchern der Taverne zu verbergen. The Rogue's Legacy. Tasha, die unter dem Skelettfluch litt, suchte am Plunder-Außenposten die Hilfe von Madame Olivia, um ein Heilmittel zu finden. Olivia hatte gehofft, dass sie, wenn sie den Anweisungen Brixys überlieferten Buch »Lektion, wie man ein Abenteurer wird« folgen würden, einen Hinweis auf den Verbleib des Heilmittels gegen den Skelettfluch finden würden, nachdem Brixey einen Großteil ihres Lebens gesucht hatte. Doch anstatt das Heilmittel zu finden, stießen sie auf Gegenstände aus Brixys Vergangenheit, was Olivia dazu veranlasste, ihre Magie einzusetzen, um Geheimnisse über die Vergangenheit von Brixey zu erfahren. Der Raub beim Fest des Gebens. Während des Festes Gebens hatte Tasha den berühmten Orb, die Schneeschiffslaterne, in ihrer Taverne aufgestellt. Der Diener der Flamme, der eine Gruppe von Mitgliedern der Reaper anführte, drang jedoch in die Taverne ein und stahl den Orb erfolgreich. Als der Diener die Laterne berührte, verlieh er ihr eine Art Kraft, die einen Riss auf der Glasoberfläche verursachte. Auf dem Rückweg zum Reaper's Hideout wurde das Schiff mit dem Orb vom Kraken angegriffen und sank, wodurch die Laterne in den Trümmern verschwand. Die angeschwemmte Kugel nahm schließlich ihre rote Farbe an und wurde zur verschneiten Laterne. Sie wurde von einem Skelett geborgen, das sie per Ruderboot zum Reaper's Hideout brachte. Dort wurde die Laterne die tiefsten Tiefen der Insel gebracht, die als die Höhle der Reaper bekannt ist. Die verborgene Sternenkarte des Abenteurers. Nun offenbare mir, was du hinter dem Schleier sehen kannst. Zeig mir, wer den Schlüssel zu den Geheimnissen der Alten besitzt. Wie immer sind meine Augen und mein Blick auf die Winde gerichtet. Diese Maske, der dumme Narr, schwärmt also immer noch für seinen alten Captain. Das Juwel in ihrer Maske enthüllt eine Karte. Aber wohin führt sie? Es ist eine verborgene Sternenkarte. Die Geschichten der Alten, die hell über den Nachthimmel gezeichnet sind. Sie erzählt von ihren Geheimnissen und Legenden. Ah ja, die große Abenteurerin hat ihr Heilmittel nie gefunden. Du musst mir jetzt sagen, wo es ist. Der Diener der Flamme. Die Prüfungen der Antiken. Nun,
Was wissen die Wächter über diese dunklen Konstellation? Weiß sie von dem Fluch? Zeig mir, was Bell weiß. Sie weiß es also. Der Ort des Tempels wurde gefunden. Aber warum ein Tempel, auf dem sowohl ein Fluch als auch ein Heilmittel liegt? Die Prüfungen der Alten, um sich zu beweisen, dass man würdig ist, weiterzuleben und zu schützen, was einem lieb ist. Wir haben so viel mehr gemeinsam, als Ramsay ahnt. Der Fluch ist ein Geschenk. Warum seid ihr in das Meer der Tribute aufgebrochen? Nun erzählt mir von eurer goldenen Stadt. Der Diener der Flamme. Der Betrüger von Athenes Segen. Also, Ramsays nächster Schritt. Was plant der sogenannte Piratenlord als nächstes zu tun? Er kann die Vergangenheit nie loslassen. Zeig mir Old Sailor's Isle. Die Fraktionen. Ramsay war schon immer unzufrieden mit ihrem Platz in dieser Welt. Gilden. Die Gründung von kleinen Piratengilden. Hält er das wirklich für ausreichend? Sie werden gemeinsam segeln, ja. Aber mit der Zeit werden sie lernen, dass sie gemeinsam scheitern werden. Ein Piratenleben für uns. Der Diener der Flamme. Ramsays Piratengilden. Was ist mit New Golden Sands? Was versuchen sie noch zu erreichen? Ramsay wird also zu dem er zu entkommen versuchte. Port Merrick, zeig es mir. Ein Betrüger beobachtet jeden ihrer Schritte. Er sieht einen Tresor. Du musst jetzt enthüllen, wer dieser Betrüger ist, der aus dem Schatten heraus beobachtet. Ja, natürlich. Jetzt beobachten wir und warten. Wir warten, bis sich die Gezeiten wenden. Die Wächter des Glücks werden von innen heraus zerstört werden. Die Legende, von der du sprichst, kann sich in seinem Gefängnis winden. Der Diener der Flamme. Die Suche des Betrügers nach der brennenden Klinge. Ein Betrüger wartet also, bis die Zeit reif ist. Zeig mir, wonach er sucht. Zeig es mir jetzt. Was für eine Offenbarung. Die Klinge ist befleckt. Einmal in Feuer getaucht, wird sie nie wieder dieselbe sein. Natürlich hat die Prophezeiung der Alten immer die Wahrheit gesagt. Die brennende Klinge, jetzt aus Stahl und Feuer. Das rechtmäßige Erbstück des Königs. Das einzige, was Ramsay in die Knie zwingen kann. Natürlich ist der Betrüger auf der Suche danach. Mein Vater hat sich schon früher mit Ratten herumgetrieben. Mal sehen, ob wir einen weiteren Duke in der Mache haben. Der Diener der Flamme. Das Orakel des Königs. Danke, Reliquie.
Was bist du doch für ein hinterhältiges und heimtückisches Objekt? Sag uns, wie ist dein Name, Orb? Ja, du bist vieles, ein Gefängnis der Antiken, rastlose Stimmen der Verbannten. Gefesselt in Glitzer und Juwelen. Jetzt hast du die größte Ehre. Jeder König braucht sein Orakel. Der Diener der Flamme. Briggsys Maske enthält den Schlüssel zum Fundort des Heilmittels. Als Madame Olivia von Briggsys Glauben erfuhr, dass die Antiken ein Heilmittel für den Skelettfluch geschaffen hatten, ließ sie Briggsys Maske mit ihren Erinnerungen durchdringen, um den Ort des Heilmittels zu zeigen, als sich Taschas Zustand verschlechterte. The Secret Wilds. Mit Hilfe von Briggsys Maske wurden auf Crooked Mass, All Faithful Isle und Marauder's Arch verborgene dunkle Konstellationen entdeckt, die durch Briggsys Interpretation unbekannte Aspekte der antiken Geschichte enthüllten. Die Eule. Sie steht für einen verhutzelten König. Der Schmetterling steht für einen Prinzen. Der Berg, er steht für eine Prüfung oder eine zu bewältigende Aufgabe. Der Panther steht für eine mächtige Frau, die einen schlichten Ruf hatte und in irgendeiner Weise mit dem Prinzen oder König verbunden war. Die schwarze Witwe, sie steht für eine andere Frau, die tödlich und hinterlistig war und möglicherweise dem König oder der Königin zur Seite stand. Die Palme. Sie steht für den antiken Tempel, der für die alten Menschen eine große religiöse Bedeutung hatte. Die Füchsin. Sie steht für den Hohepriester. Erinnerungen erwecken Briggsy wieder zum Leben. Nachdem sie mit Briggsys Erinnerung gereist waren und die grünen Flecken in den Wilds erreicht hatten, manifestierten sich Taschas Erinnerungen in einer Phantomform, die eine Version von Briggsy wieder zum Leben erweckte. Kurz darauf kam eine Gruppe der dunklen Brüder, bestehend aus Warsmith und Amarantha, durch eines ihrer Portale und erklärten, dass die grünen Flecken Echos der Wilds aus längst vergangenen Zeiten seien, die aus den Sea of the Damned herüberschwammten. Warsmith gab zu, Tasha verflucht zu haben und bat Briggsy um Zutritt zu dem alten Tempel, wo sich die Heilung befand. Sie bot Briggsy an, Taschas Fluch als Druckmittel zu benutzen, wenn sie sich bereit erklärte, sie mit dem kürzlich fertiggestellten Amulett im Schlepptau zum Tempel zu führen. Briggsy willigte widerwillig ein, ließ aber versehentlich Seiten aus Taschas Buch fallen, als sie das Portal betraten. Warsmith hielt ihr Versprechen und ließ eine verzauberte Kanonenkugel fallen, die die Auswirkungen des Fluches verlangsamen konnte, aber nicht aufhalten. Taschas ungewisses Schicksal. Tascha, die aufgrund ihres Skelettfluchs einer ungewissen Zukunft entgegensah, bewahrte die verzauberte Kanonenkugel von Wanda in ihrer Taverne auf, um die Ausbreitung des Fluchs zu verlangsamen, und hoffte, dass Briggsy weiter den dunklen Brüdern dienen würde und bereit war, alles zu tun, um sie zu retten. Port Merrick. Die Umrüstungen am New Golden Sands sind abgeschlossen und an der Stelle, wo früher Golden Sands war, steht nun Port Merrick. Benannt nach der Legende Merrick, ist diese Festung ein Zeichen des Widerstands gegen die Reaper. Auf einem Marktplatz erinnert eine Statue des Stadtgründers an den Kampf um diese Insel.